So, moin moin und damit hallo und herzlich willkommen zur FDT-Show, dem einzig wahren gamingfreien Gaming-Podcast in Westosteuropa hier in Deutschland. Mit dabei sind heute in Wismut Aue Farben gehalten der gute Rufus. Grüß Gott. Klick Und auf. Glück auf, wie die Bergmänner sagen, und dann gehen wir zu einer Person, die mit Bergbau nichts weiter am Hut hat, außer dass sie aus einer Hafenstadt kommt, was absolut gar keinen Sinn macht. Der gute Immon zu Guten meiner Tag. obigen, linken, rechten, was auch immer. Ja, oben irgendwo. Guten Tag. Irgendwo Und der oben. angekündigt hat, ist natürlich selbstverständlich The Lord JS. Merci. Wir haben heute wunderschöne Themen. Unter anderem, ich möchte nicht spoilern, deswegen fangen wir gleich an. Ja, wir gehen gleich, das war ja schon, also ganz ehrlich, wir beginnen gleich hier. Weil was war die Woche? Okay, Ey, genau. also normalerweise haben wir bei was war die Woche immer sehr kurze Themen. Erzählen kurz, was so passiert ist und wie auch immer. Aber was meine Woche so war, Leute. Deswegen beginnen wir natürlich bei Lord JS, was seine Woche so war. Das war unüber, das war jetzt überraschend. Ich dachte, es kommt als letzter dran. Nein. Ich dachte, du Also kommst als meine. erstes dran, dann kannst du das genießen. Ja, gut. Hast du auch wieder recht. Das war meine Woche. Stressig, weil auf Arbeit ein Kollege weggefallen ist, was irgendwie zu erwarten war. Und dass er diese Woche auch wieder weg ist, ist auch zu erwarten gewesen. Also haben wir zu zweit den Job von drei Personen gemacht, plus noch den ganzen Scheiß, den wir sonst machen müssen, kommen entsprechend damit nicht hinterher und sind alle so ein bisschen schlecht gelaunt. Yay. Ansonsten EU10 Server Start von Shakes and Fidget war am Wochenende. Für die, die nicht Wo. wissen, was das ist, erzählst du und berichtest du mal, was das ist? Echt mal, erzähl mal, was es ist. Shakes and Fidget ist ein Browserspiel oder war früher ein Browserspiel von Playa Games, glaube ich. Die ist relativ, also das war diese Zeit, wo du noch Browserspiele gespielt hast. Da ging Hero Zero durch die Decke, da ging Pray for the Beasties durch die Decke, da ging diese ganze Two-Point-Scheiße ging durch die Decke, wo du einfach nur gewartet hast, dass irgendwas passiert. Und warst dann happy, dass du irgendein Levelaufstieg oder ein Achievement bekommen hast. So auch Shakes and Fidget. Anfangs noch mit drei Klassen, dem Kundschafter, dem Krieger und dem Magier. Also die typischen drei Gaming-Klassen. Mittlerweile haben wir sieben oder acht Klassen. Sieben, glaube ich. Warte, wir können ja mal durchzählen. Wir haben Kundschafter, wir haben Krieger, wir haben Magier, wir haben Barde, wir haben Nekromanten, wir haben Ja. Berserker, wir haben Assassine, wir Ja. haben Kampfmagier. Was haben wir dann? Wir haben doch noch eine zweite Klasse mit Pfeil und Bogen, also direkt mit der Armbrust, Dämonenjäger. Ja, den Sind bei spiele ich neun. auch. Ja, sind wir schon bei 9 tatsächlich. 9 oder 10 Klassen sollten wir jetzt haben. Bestimmt auch Ja. noch eine vergessen. Nee, also ich glaube Doch, nicht, dass wir noch Druide. bei da, der Druide, Alter. Wir sind jetzt Oh, bei hast du 10 einen Klassen. Kampf? Ja. Oder habe ich doch was vergessen? Nee, den Kampfmagier hast du angesagt. Ja. Also am Ende so ein typisches. An sich ein D&D als Browserspiel. Mehr oder weniger. Nur mit weniger D&D-Faktor. Also so klassentechnisch. Wie hat am Wochenende EU10 Server Start? Ich habe mir bedingt durch die Nase hier einen Charakter erschaffen. Bin in einer Gilde, wo ich 100 Pro die Nacht rausfliegen werde. Ist ja auch egal. Ja. Mein Main ist ja EU4. Ist mir das relativ Wumms. Ansonsten Wochenende lebendig überlebt, Serie zu Ende geschaut. Bisschen was gespielt. Heute ein neues Spiel gekauft, weil heute morgens aufgewacht, guckst so aufs Handy. Steam Game ist im Angebot. Ich so, cool, was? Ach cool, das, dann hole ich es mir noch mal Was für ist es 6 denn für Euro. ein Game? Baldur's Gate 2. Also Schon mal nicht der was dritte davon Teil, der jetzt gehört. rauskam. Ich dachte mal, also bevor Baldur's Gate 3, jetzt hätte ich gerade was rauskommt, bevor es im Angebot ist, irgendwann mal, eventuell im Laufe des Jahres, holst du dir das. Und für 6 Euro kannst du da nichts falsch machen. Also, das vorher mal geholt, gedownloadet, noch nicht gespielt. Wochenende so ein bisschen Legends of Zelda gespielt und ein bisschen Rabbids und Mario. Hat Spaß gemacht. Bisschen Ablenkung. Ja, ansonsten, sonst war die Woche nicht so viel. Viel zu viel gegessen. Viel zu Wie viel immer. gegessen klingt nach doof.
Rufus sagt halt wirklich wie immer, weil ich esse wirklich immer viel zu viel. Das Übliche halt. Eine ganz normale Woche im Leben eines Lords. Ja. Im Leben eines Lords. Ja. So, da ich weiß, dass Immon am meisten hat und Rufus auch nochmal so interessant zu erzählen hat von vor einer Stunde, übergebe ich das Zepter an Rufus. An mich? Oh mein Gott. Wer hätte das erwartet, dass ich... Es war eine volle Woche, tatsächlich mal. Es ist nicht so wenig passiert in dieser Woche für mich. Na, außer Arbeit und Fußball gab es natürlich auch einige andere Dinge. Zum Beispiel war ja heute zum Beispiel der Pokémon Day. Es kamen Gerüchte auf für ein neues ELF-Team, was wir aber bestimmt später alles betrachten. Pokémon Day auf jeden Fall später noch. Ja, und ja. Und gespannt blicken wir darauf, was denn da alles angekündigt wurde. Heute war tatsächlich, also der Pokémon Day ist ja jedes Jahr nochmal am später. 27.02. Genau, machen nochmal wir später. Später? Okay, machen wir später. Ja, Shakes and Fidget hat viel am Wochenende genommen, genauso wie tatsächlich der Pokémon Go, die Pokémon Go Tour Sinnoh. Ich dachte, da fängt es schon wieder an mit der Pokémon Day. Nee, hätte ich aber hingerannt. Heute war übrigens nein. Der Pokémon Day. Tatsächlich, heute kam Maris ein neues Gerät an. Ne? Also, und das kam vor ungefähr, sagen wir mal, vor einer Stunde an. Plus, minus ein paar Minuten. Und da braucht sie jetzt ein bisschen Einrichtungshilfe. Hatte sie vorher schon mal ein solches Gerät? Nee, wir haben bisher Samsung. Haben viel Spaß, dann kriegst du WhatsApp nicht rüber. Doch, kriegt man ganz einfach rüber. Mit dem Phone-Clone kriegst du das nur hin, ansonsten kriegst du den nicht. Nein, WhatsApp hat sogar eine Funktion mit Chats übertragen. Ja, das geht aber nur, wenn du das Ding auf der Einstellung hattest. Ich bin gleich wieder da. Dann zeig. Ja, das ist spannend. Das ist in dem Fall gut zu wissen, weil eine Kollegin von mir hat nämlich das gleiche Problem. Ja. Und WhatsApp selber sagt, du brauchst du das Teil in Werkseinstellung, sonst geht das nicht. Ja. Also ich und jetzt, wenn Rufus jetzt eine Lösung gefunden hat, die nichts kostet, das wäre schön. Ja, deswegen werden wir gleich jetzt erfahren, was die Lösung ist. Wie gesagt, ich habe ja immer hier Smartphone, iPhone. Ich bin ja Apple-mäßig die ganze Zeit unterwegs. Liegt aber ein bisschen an meiner Arbeit, aber das ist eine andere Geschichte. Ich wollte gerade sagen, du arbeitest da. Ich glaube, du würdest da gesteinigt werden, wenn du als Apple-Mensch mit einem Android ankommst. Das stimmt, dann... Das definitiv. Das ist dasselbe, wie wenn ich mit einem Windows-Rechner arbeiten wollen würde, weißt du? An so einem Gerät. Privat benutze ich ja Windows, aber auf der Arbeit nicht. Aber das liegt daran, dass ich privat Windows nutze, weil ja ganz viele Gaming-Geschichten tatsächlich über iOS und Co. nicht laufen. Das ist so ein bisschen das Problem. Das Ganze. Ja, Apple ist halt scheiße. Sie sind auf andere Sachen spezialisiert. Nicht auf Gaming, sagen wir es so. Nee, aufs Geld. Nee, aber ich meine, es wäre einfacher, wenn du, also wenn Apple nicht versuchen würde, so exklusiv zu bleiben, ja, sondern einfach offener zu anderen Sachen wäre. Beispielsweise, keine Ahnung, kompetenter, was Verbindung zu Androids angeht, kompetenter, was alles angeht, wo du nicht ungefähr iTunes brauchst, weil du brauchst ja gefühlt auf jedem Gerät, wo du was installieren möchtest, iTunes. iTunes gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr? Nein, iTunes gibt es schon länger nicht mehr. Das heißt Apple Music. Oder halt Apple. Mehr. Oh, dann halt Apple Music, nur weil das Ding jetzt einen anderen Namen hat, das ist trotzdem iTunes. Nein, das ist nicht iTunes. Wie gesagt, damit du irgendwie Daten übertragen kannst oder so. Ich google das jetzt für dich. Also wie gesagt, ich weiß ganz genau, dass es iTunes nicht mehr gibt. Die haben abgeschaltet. Also theoretisch gesehen kannst du immer noch iTunes laden und immer noch iTunes dir runterladen. Ja, aber ganz offiziell ist iTunes eigentlich genau weg. 2019 haben sie zugemacht. Wie offiziell steht, 2019 kündigte Apple an, dass iTunes auf dem Mac durch 3 Apps ersetzt werden soll. Diese Apps sind Apple Music, Apple Podcast und Apple TV. Lass mich raten, jede dieser Apps kostet 50 Euro. Nee, ich das nicht. Nein, du kannst tatsächlich Apple Music kannst du theoretisch umsonst runterladen. Ich habe eine Frage, Immon. Du bist ja Apple-Profi. Lass mich raten, du kriegst das WhatsApp-Chat nicht rüber? Laber jetzt mal keine Scheiße. Ich will jetzt mit Immon reden. Pass mal auf.
Apple-ID vervollständigen, da steht Telefonnummer, ne? Ja. Da ist am Anfang sowas wie 123. Ja. Was gebe ich da ein? 49 für Deutschland? Ja, plus 49. Und hier gibt es kein Plus. Müsstest du mich verarschen? Du müsstest, wenn du die Tastatur hast, müsstest du bei jedem Handy ein Plus haben. Ja. Hier ist kein Plus, hier sind nur Zahlen. Zeige rum. Zeige es geht nicht, weil hier die Adresse gezeigt wird. Okay, das ergibt natürlich Sinn. Warte. Dann mach mal einen Screenshot und schick's bei uns in eine Gruppe. Wie soll ich davon einen Screenshot machen? Du hast ein anderes Handy. Foto, mach mal einfach Foto, schick's bei uns in eine Gruppe. So, wie gesagt, mir ist es eigentlich bekannt, dass du plus 49 machst und dann die Nummer, die 0 natürlich vergessen. Aber ich glaube, es geht glaube sogar mit 0, die wird einfach reduziert. Ja, auf jeden Fall bei Android. Wenn er nicht plus 49 hat, dann muss er ja mit 0 anfangen. Ja. Da ist kein Plus. Plus. Ah, kriegen wir mal. Vielleicht muss man die Tastatur erst umstellen. Guck mal, was ist denn bei der 0? Was ist denn bei der 0 noch für Zeichen drauf? Gar nichts. Das ist nur eine 0. Ja, das. Da ist unten drunter, das ist wie bei der 1, da ist nichts. Ja. Aber warte, das steht schon da oben, Landregion Deutschland. Ja, dann kann einfach dann zu schreiben. Wurst. Dann kannst du tatsächlich mit 0 Ufos anfangen. Stimmt, es steht Landregion Deutschland. Dann kannst du mit 0 anfangen. 0 und dann deine Nummer. Nicht meine Nummer, ihre Nummer. Also sozusagen, nee, nicht mit 0, sondern einfach so. Nein, mit 0. Also jetzt zum Beispiel 0, also Hamburger Vorwahl ist zum Beispiel 040. Brauchst du aber in dem Fall vielleicht gar nicht mit der führenden 0, weil du ja sogar so oder so das plus 49 sozusagen schon hast, dass du ja gleich anfangen kannst mit 151171. Nee, sei da dir mal nicht so sicher. Na gut, aber tatsächlich fang mit 0 an, 0150 oder was weiß ich, je nachdem, welchen Partner ihr habt. Du hast doch, siehst du das Bild dort? Ja, ich sehe das Bild. Du hast dort diese Abtrennung zwischen dieser 1, 2, 3, da ist so ein Strich und danach kannst du nochmal eingeben. Ja, das ist die Vorwahl. Aber ich habe hier keine Vorwahl, das ist eine Handynummer. Ja, Junge, die Vorwahl von der Handynummer ist 0171 oder 0170 oder 0150. Ich kann nur... Dann gib ein 171151, du musst doch irgendwo... Du hast... Die Handynummer hat 6 Zeichen, im Normalfall gefühlt. So zwischen 6 und 8 Zeichen. Ja, und die packst du hinter den Strich. Und alles, was davor ist, zählt von hinten ab. Und sowas wie 0151 oder 0171 oder 0170 oder was es nicht doch alles gibt, packst du davor. Also, und wenn das nicht passt, dann lässt du die 0 weg. Also, bei mir tatsächlich habe ich damals hier stehen gehabt, bei mir plus 49 und dann 160, ne, Telekom, klar, und dann meine Handynummer. Guck mal, das sieht jetzt, pass auf, ich komme hier nicht weiter. Ich kann oben nicht auf Weiter drücken, weil? Obwohl ich die Handynummer eingegeben habe. Was fehlt? Bitte diskret nutzen. Ja, ich nutze immer diskret, weißt du doch. Bei Ö kannst du zum Beispiel auch nicht eingeben. Ja, wie gesagt, mir fehlt, also ich finde, die 0 fehlt. Ich kann dort keine 0 eingeben, weil dann die 6. Was ist? Jetzt habe ich hier die App gewechselt. Wie geht das denn? Das passiert. Okay, können wir das eventuell auf nach dem Stream verschieben, die Handyeinrichtung eines iPhones? Ja, das müssen wir auf danach machen. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen besser. Erzähl jetzt erstmal von deiner Woche, Rufus. Ja, er ist jetzt weg. Weil wie gesagt, mir ist es tatsächlich bekannt, dass du eigentlich mit der 0 anfängst, beziehungsweise... Eigentlich auch so. Und bei mir ist tatsächlich aber so, Apple dass bei halt mir steht hier, also ich bin ja jetzt mit meinem iPhone hier unterwegs und ich gehe dann auf meine Nummer, ne, also diese Nummer, die hier steht. So, er lädt sie. Und in der Regel steht hier dann plus 49 160 für Telekom als Vorwahl. Mhm. So. Ja. So. Ich guck mal, ob das jetzt noch woanders das ist. Wie gesagt, mir ist es schleierhaft, warum der das nicht macht. Weil normalerweise, wie gesagt, mit 0 anfangen und dann Nummer und dann fertig und ne, plus 49 und alles super. Aber gut, Rufus, mach erstmal mit deiner Woche weiter. Ich will. Die Handy-Einrichtung könnt ihr dann im Nachgang fortsetzen.
Oder du fährst mal nach Hamburg zu Immon in den Laden und lässt es dir da vor Ort einrichten. Von der Theorie her schon, von der Praxis her ist es wahrscheinlich ein bisschen weit. Dann machst du mal so, rufst du, gibst das Handy mit. Wenn wir dann nächsten Monat nach Hamburg fahren, gib das dann Immon und Immon richtet es dann ein. Und ja, Rufus googelt jetzt 100%, ich weiß auch, im Chat steht, er googelt jetzt, wie man das einrichtet. Alles gut, ist ja kein Problem. Er hat das jetzt gesagt. Sein Chat. Mein Chat hat gesagt, du googelst jetzt. Und wenn ich in deine Brille schaue, sehe ich, dass du gerade googelst. Nein. Ist völlig in Ordnung, kannst du machen. Dann erzähl weiter, was deine Woche sonst so war. Das war meine Woche, außer dass halt vorhin das Handy noch ankam. Du hast gesagt, es ist relativ viel passiert bei dir. Das du bist jetzt beim Handy. Avocado-Mon, ne? Nein. Das war's, ja. Das war nicht viel. Okay. Der kleine Mann hatte viel vor. Wie hast du das hingekriegt? Diese 1-2-3 stand für 0-1-7. Und dann meine Nummer und den Rest. Also, alles gut, ich hab's hingekriegt. Okay, ich merke, Immon überpegelt gerade so dermaßen, deswegen wiederhole ich das nochmal. Ich hab's dir gesagt, mehrfach. Der hat dich überpegelt, der hat's einfach nur lippenmäßig versucht zu synchronisieren. Okay. Ja. Aber dann machen wir mal Folgendes. weil Rufus da fertig ist, Immon, erzähl du mal. Gut. Machen wir jetzt einen ganzen Podcast draus oder mache ich nur die Short-Variante? Mach, solange du machen musst. Gut, ja, wir haben Zeit. Wir haben Zeit, ja, das ist doch fantastisch. Dann beginnen wir mal mit dem schönen Mittwoch, der schön war. Und den Mittwoch, ja, ich hatte ja den Kuchen gemacht, falls ihr euch noch dran erinnern könnt. Lecker, lecker Kuchen, Kirschkuchen. Und wie viele haben eine Lebensmittelvergiftung bekommen? Nein, so weit ist es nicht gekommen. Ich zumindest hoffe ich nicht, aber Yami und Co. haben eigentlich den gegessen und denen geht das alles noch gut, glaube ich. Noch. Ja, obwohl es eine Woche her, weißt du, noch. Naja, noch. Auf jeden Fall, der Transport des Ganzen war schon misslungen. Ne? So ein Kuchen, den transportierst du eigentlich dann in so einen Kuchenkorb oder so eine Kuchendose oder sonst was, ne? Und denkst dir nichts dabei und transportierst den und alles schön, alles gut. Ja. Lass mich raten, du hast auf einem Teller gehabt, offen, in der Straßenbahn. Fast. Oder U-Bahn. Er war geschlossen, aber alles andere würde jetzt stimmen. Geh weiter, was passiert noch? Bedingt durch die Tatsache, dass ihr in Hamburg ja nette Menschen habt, ja, sehr nette die auf jeden Fall Rücksicht auf andere nehmen, besonders absolut. Wenn sie irgendwas haben, was da zerbrechen kann, ja. Wurdest du mindestens 30 Mal angerempelt, ja. Zweimal angespuckt und einmal zusammengeschlagen. Na, okay, das zusammengeschlagen nicht und das angespuckt auch nicht, aber alles andere ja. Tatsächlich, der Kuchen ist nicht Teil der bei meiner Arbeit angekommen. Die Leute haben es eben, entweder sind die kacken langsam, die Leute, oder die Leute haben es eilig, oder die Leute sind sehr respektlos. Dementsprechend, der Kuchen hat es nicht überlebt bis zur Firma, obwohl es eigentlich gar nicht so der weite Weg ist. War natürlich nicht schön. Trotzdem konnte über die Hälfte des Kuchens noch gegessen werden. Die restliche Hälfte, ja gut, war eher an der Verpackung außenrum. Also an der Verpackung im Sinne von dieser Dose, die ich ja erzählt hatte. Ne? War halt oben, war halt unten, wo man sich so denkt, so schön, klasse. Also die Glasur hat fantastisch funktioniert. Aber nicht auf dem Kuchen, sondern auf den Deckeln. Weißt du? Ist natürlich alles andere als gut gelaufen. Naja. Dementsprechend. Nicht so schön gewesen, aber was soll's. Ja. Donnerstag ging natürlich das Drama weiter. Donnerstag war das große Problem, dass bei uns irgendwie die Bahn sich dachte so von wegen, oh, wir haben keine Lust zu fahren. Heute nicht. Dementsprechend habe ich dann natürlich ein bisschen rumgestruggelt so und gedacht so von wegen, ja gut, gestern ist schon doof gelaufen, heute läuft auch nicht so gut. Was soll's. Hab dann nachmittags Mario Kart versucht aufzunehmen. Hat wohl auch nicht so funktioniert, okay. Disconnect und alles drum und dran. Ich habe mich sehr drüber gefreut. Werdet ihr dann in der nächsten Woche sehen, bei meiner XL-Woche. RIP. Also von daher disconnected incoming. Das Problem ist ja einfach, dass ich momentan ja Internetprobleme habe, beziehungsweise LAN-Probleme tatsächlich, dass mein LAN einfach schnipsweise ausfällt.
Einfach random irgendwann. Beschwer dich bei der Telekom hab oder wo auch immer du bist. Das, da, dazu kommen wir auf Dienstag. Weißt du, Dienstag, da kam der Telekom rein. Mhm. Das ist heute. Heißt also, ja, ist nicht so gut gelaufen. Ja. Dann kam Freitag. Freitag auch nicht gut. Wer Freitag was mein ist Stream, denn mit dir los? Ja, wer Freitag mein Stream gesehen hat, der weiß ganz genau, was da alles schiefgegangen ist. Ich habe Hogwarts Legacy gespielt, ganz klassisch. Und ey, wenn man sich das angeguckt hat, also für die, die das bei mir auf YouTube sich später angucken, das ist die Folge von Donnerstag. Es ist so, dass ich so eine Kammer gesucht habe, nämlich diese Kammer, wo man diese Prüfungen annehmen kann. Kammer des Schreckens. Nicht ganz. So eine Prüfungskammer finden muss. So, soweit meinst so gut. Meinst du die, wo die ganzen alten Gemälde drin richtig, sind? Richtig, genau. So. Du weißt, dass du da rein teleportieren kannst? Ja, erzähl mir das bitte 40 Minuten, bevor ich angefangen habe. Ich habe mich erstmal woanders hin teleportiert, hab dann gedacht so von wegen, ja, ich gehe dann mal zu Fuß dahin, gucken wir mal das ein bisschen an. Was ist, sie finden, der Punkt findet am See statt. Und ich denk so, das kann nicht sein. Okay, dann gehe ich ein bisschen durch die Gegend durch, guck ein bisschen, wo eventuell ein Weg ist. Denk so, okay, find den Weg nicht. Dann mache ich diese Akio-Aufgabe, das ist tatsächlich so ein Feld, wo drei verschiedene Kugeln rangezogen werden müssen mit dem Zauberstab und wer Punkte gesammelt hat, hat gewonnen. So weit, so gut. Normalerweise habe ich das, ich habe das auch so ein bisschen blendermäßig schon gesagt, so von wegen, boah, wenn wir irgendwann mal einen Spieleabend machen mit Akio-Duell, ey, ich ziehe euch alle ab und alles. Das denkst auch nur du. An dem Tag, ja, sind mir da Fehler passiert, das ist unglaublich. Also gefühlt, im Endeffekt muss ich eigentlich nur einen Ball ansatzweise anziehen, nur ansatzweise, damit ich 10 Punkte kriege, weißt du, damit er ein bisschen rollt, kriege ich 10 Punkte, ne? Ja, habe ich dreimal hingekriegt, dass ich dementsprechend den zu lange angezogen habe, dann 0 Punkte bekommen habe, die Runde war dann verloren, beziehungsweise unentschieden gespielt habe, wo ich mir so dachte, so, das kann alles nicht wahr sein. Dann Abschluss hat die ganze gesamte Geschichte 25 Minuten gedauert. Normalerweise brauche ich 4 und nicht 25. Deswegen hatte ich schon zu dir gemeint, guck's dir nicht an, das ist wirklich unheimlich dämlich. Ich habe mich über mich selber richtig beschwert die ganze Zeit. Sag mal so, ich freue mich drauf. Es aber ist so ein Graus, weißt du? Und dann wollte ich den Teil beenden, ne? Und weißt du, was ich dann gemerkt habe, das, was du gesagt hast? Ich könnte mich doch theoretisch dahin teleportieren. Nämlich, ich gehe dann oben auf diesen Stern rauf und dann gibt es unten den Port Kammer. Ich denk so, das ist, wie blöd bist du bitte, dass du das nicht weißt? Aber in dem Zeitpunkt wusste ich das nicht. So, ich war so völlig neben der Spur und hab so gedacht, so, ja. Ja. Nicht schön. Ja, ich verstehe jetzt, warum du mir dann noch geschrieben hast, warum war ich nicht dabei, dass meine Hilfe gebrauchen können. Ja, ich weiß so, ich irre da rum. Ich denk so, was ist das denn? Deswegen habe ich dir dann geschrieben, so von wegen, wo bist du? Weißt du? Und dann dachte ich so, okay, gut, das kriege ich auch alleine hin. Aber du siehst ja, wie ich es hingekriegt habe. Nämlich gar nicht. Aber nun gut, manchmal im Leben läuft es, manchmal eben nicht. So, apropos, manchmal im Leben läuft es, manchmal im Leben nicht. Dann hatte ich tatsächlich so, dass ich am Samstag zum guten Flui gefahren bin. Und ja, ganz ehrlich, was da alles passiert ist, du glaubst es nicht. Ne? Ich bin mit dem Zug gefahren. So weit, so gut. Naja, Zug ist nicht so weit, so gut. Also schon allein das Wort Zug ist. So weit, hoffentlich kommst du an. Ja. So bin, Zug. So weit, so Zug. Ja, ich bin zum Zug, bin auch da eingestiegen und alles drum und dran. Fahr mit dem Zug. Ne? Guck dann aus dem Fenster so ein bisschen, träumt vor mich her und irgendwann macht es Bumm. So richtig laut, wie so ein Böller, der neben dir knallt, der geknallt hat. Was war? Ich kann es euch halt mal gleich zeigen. Bestimmt, warte. Da. Die Scheibe ist zersprungen. Ist das bei laufender Fahrt. Ist das neben Anschlag oder was? Ja, das war Anschlag. Ganz ehrlich, guck dir das doch mal an. So sieht doch keine Scheibe aus. Doch, eine zersprungene Scheibe. Ja, eine zersprungene Scheibe. Also ganz ehrlich, weißt du, ich saß dahinter. Nicht dahinter, sondern tatsächlich. Weil du zu viel Hogwarts Legacy spielst. Du hast Bombarder gewirkt. So.
Immer wirkt Bombarder! Ja, nein, also. So stand da aber auch im Zug. Stab ausgepackt, Bombarder! Oh, sorry, das wollte ich jetzt nicht. Also, du denkst da auch von wegen, das kann nicht wahr sein, denn die ganze Woche läuft schon scheiße und dann sowas. Ey. Naja, trotzdem bin ich heil dann zu Fluyang gekommen, mit kleinem Schrecken, weil wie gesagt, das war schon ne, so ein Erlebnis, wo du dir denkst, so von wegen, ja gut, wenn noch die Innenscheibe kaputt gegangen wäre, hätte ich jetzt noch schön Luft draußen gekriegt. Wer weiß, ne? Also, sollte eigentlich dann nicht so sein, aber ja. Ja. Beim Fluyang alles soweit, alles gut. Wir haben unter anderem bei seinem Arbeitgeber Pizza geholt, die auch nicht so dolle war, ehrlich gesagt. Also, ich bin und deswegen ich habe heute Pizza bestellt. Fun Fact, wir haben heute Döner geholt. Oh, fantastisch. Zum Dienstag, Alter. Ja, zum Dienstag wir waren alle gerne. Ja, es gab nirgendwo was Ordentliches. Okay, warum gab es nichts Ordentliches? Was heißt, gab es denn sonst als Alternative? Also wir hätten die Auswahl gehabt heute in unserer eigenen Cafeteria, hätten wir bis Caesar Burger, das war das Beste, für 7,50, das ist in Ordnung, aber und die anderen das beiden Sachen waren richtig beschissen. Deswegen so ein schöner Döner mit Weißkäse für 6,50 war schon Beste. Mhm. Beste. Was hat Rufus dann gegessen, wenn er so Beste sagt? Dann haben wir Pizza. Heute Abend war Margarita da, weil Freddy Fresh hatte keine Pizza Salami. Hm? Du isst was anderes außer Salami? Ja. Hm. Ich erwarte ja eigentlich, dass du, Rufus, aber so eine Notfallpackung Pizzasalami hast, die du immer noch mal draufpacken kannst, wenn du mal... Nee, hab ich nicht. Ja, also wie gesagt, ich war von der Qualität von Freddy's, ehrlich gesagt, nicht sehr begeistert. Oh doch. Die sind schon gar nicht so scheiße. Also um mal unser Product Placement und unseren Partner zu unterstützen, muss ich sagen, Domino's Pizza, größer Hello Fresh. Freddy Fresh, nicht Hello Fresh. Wobei man sagen muss, bei uns ist es wahrscheinlich eher, das darf ich nicht sagen, wir sind Goldsponsor von das kann ich nicht sagen. Sonst wird mir meine Goldcard entzogen, das geht nicht, deswegen. Ja, also du fandest Domino's nicht so toll, schade eigentlich. Nein, das habe ich nicht gesagt, nein. Domino's ist unser bester und verlässlichster Partner. Gut, okay, fantastisch. Das Problem ist, Menschen, die das anhören, denken sich so, warum werden die von Domino's gesponsert? So. Nein, er wird von Domino's gesponsert. Ja, er da unten. Nein, die FDT-Show. Nein, ich habe einen extra Brief geschrieben. Ich kann mir ja anhand deiner Nummer, ich weiß ja deine Nummer, theoretisch mir auch Pizza hierher bestellen. Also von Wie, der du Theorie. Du meine Nummer. Woher weißt du denn meine Nummer? Du hast sie einmal gezeigt, du Dösbaddel. Ich hoffe, ihr habt das rausgeschnitten. Nein. Also Alter. Bitte alle mal auf Rufus seinen Nackenpizza bestellen. Ja, weißt du Bescheid. Mal so, das geht nicht auf meinen Nacken, das ist nur ein Couponcode. Das geht nicht auf irgendeine Adresse oder sonstiges. Das heißt auf Deutsch gesagt, das nächste Mal... Du könntest den auch nutzen. Dann schick uns den mal nochmal ganz kurz rein. Also ich glaube, ist ja ein Video. Ist ja im Stream gezeigt worden. Jetzt müsst ihr selber gucken. Ich bin... Immon, schick du mir den mal kurz rein. Ich bin zu voll, den nochmal rauszusuchen. Hast du den wirklich aufgeschrieben, Immon? Was erwartest du? Soll ich kurz hochhalten, oder was? Nee. Gut. Nee, auf jeden Fall Situation eben, ich war nicht so begeistert davon. Ich weiß nicht. Also irgendwie war nicht so mein Fall. Immon ist schwer zu begeistern. Das sowieso. Ich bin ein kleiner Kritiker. Also wer mich kennt, der weiß ganz genau. Gerade bei fremder Software. Ne? Viren. So. So ja, schaut's aus. Genau, so schaut's aus im Schneckenhaus, wie Rufus gerne sagt. Wie ich das zu sagen pflege. So sieht's aus. So, also im Schneckenhaus. Ja, tatsächlich war das dann so, wir haben dann da was gegessen und alles schön, alles Gold und wie auch immer. Dann waren wir Sonntag. Gold. Dann waren wir Sonntag beim Spiel zwischen Halle und Lübeck. Halle und Lübeck? Ah, die haben gegeneinander gespielt. Deswegen war ich da. Wo wart ihr da? In welcher Tribüne und so? Also ehrlich gesagt, du kannst uns im Fernsehen sehen eigentlich immer sehr gut. Ich habe tatsächlich die Highlights angeguckt. Also warst du auf der Gerade? Wir waren, warte. Ich wollte nur sagen, also du warst der Flitzer? Wir waren tatsächlich auf der... Ich schick dir mal ein Foto. Warte mal, ich kann allen das Foto zeigen. Das ist ja kein Geheimnis. Warte. Doch, wie Flui aussieht, der will ja nicht mehr. Nein, Flui war nicht da. Also, wir saßen, unsere Sicht war so.
Ah, ihr wart also auf der Geraden. Okay. Na, also wir konnten so sehen. Ja, und rechts von dem von euch war die Halle-Kurve. Ist das die Halle-Kurve? Jo. Ach, die war links von euch, okay. Also war die relativ... Nee, dann war doch die Kamera über euch hinten. Nein. Das ist natürlich. Tatsächlich, die Gästefans waren auf der anderen Seite, also theoretisch gesehen dann hier. Vielen Dank für den Follow, Young Luxo. Das ist also tatsächlich die Pressetribüne und so, das war ja hier, das ist der Eingang gewesen von den Spielern, weil sie reingegangen sind. Ja. So, von daher kannst du, wie gesagt, Gegenstrade sind wir. Du kannst bei mich relativ gut, ohne Witz, du kannst mich relativ gut sehen bei Magenta TV bei den Highlights. Ich bin der Typ mit der blauen Jacke in der Nähe des Lübeck-Blocks. Danke für dein Prime. Was geht denn jetzt ab? Habe ich irgendwas getan? Habe ich jemanden umgebracht oder was? Wahrscheinlich habe ich hier gerade hier volles Entertainment. Also das ist Rufus Maximus. Ich bin immer 615. Bei mir brauchst du nicht. Bei mir ist YouTube. Ich finde es ja lustig, dass Rufus seine erste Reaktion ist auf Prime. Habe ich jemanden umgebracht? Yeah! Ja, echt so. Nee, auf jeden Fall. Wir waren sehr früh da. Wir waren fast schon zu früh da. Also wirklich sehr früh. Und ja, ich musste unter anderem auch meine Tasche abgeben und alles drum und dran. Ich habe sogar einen Code gekriegt. Hier, Code. Den sehen wir nicht. Ja, kann man damit bei Domino's einkaufen? Nein. Das sieht man, Code hat man nicht gesehen. Deswegen absichtlich, weil meine Unterschrift da drauf ist für diejenigen, die bei Halle irgendwie was zu tun haben. Ihr wisst Bescheid. So, also von daher, ja, was wollte ich jetzt erzählen? Also tatsächlich, wir waren da. Ich musste dann meine Sachen da abgeben und alles drum und dran. Ja, wir haben uns das Spiel angeguckt. Lübeck hat das Spiel 3-0 verloren. Wie ist deine Einschätzung? Nächste Saison komme ich nicht zu dir, ist meine Einschätzung. Das glaube ich zurzeit auch. Also irgendwie, weiß ich nicht. Es ist die Chance gewesen. Ja. In dem Spiel. Ja. Und dann hat man so enttäuscht eigentlich in vielerlei Hinsicht. Habe ich ja mal mit Tipp erzählt. Also von daher. Aber irgendwie, man muss ehrlich sagen, ich glaube, die Qualität im Kader ist nicht breit genug für Lübeck. Ja, also ich sehe das natürlich nur aus der Ferne, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wie waren die Neuzugänge? Also wie viele gab es? Zwei nennenswerte, alles andere eher so... Und die zwei kamen von Aue. Tafertshofer und Klevin. Achso, insgesamt gab es ein paar mehr, aber wie gesagt, ich dachte jetzt Wintertransfers. Nee, kam unter anderem natürlich. Ja, ich glaube insgesamt. Also, ich glaube nicht, dass Qualität für die dritte Liga geholt wurde. Ja. Naja, auf jeden Fall war das eben sehr ärgerlich, dass das alles so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Aber. Ja, ich war auch überrascht, dass ihr diesen jungen Trainer rausgehauen habt. Also, der zum Start der Saison noch Trainer war. Weil, mein Gott, wenn ihr halt absteigt, habt ihr trotzdem noch einen jungen Trainer, mit dem ihr euch entwickeln hätten könnt. Aber so. Habt ihr den komplett verbrannt? Ich weiß ja nicht, was er jetzt macht. Ob der jetzt noch irgendwie in die Jugend zurückgegangen ist oder so. Nö. Oder ob der jetzt komplett raus ist aus dem Verein. Hast halt einfach einen jungen Mann verheizt. Ja. So. Und der wird so schnell auch nicht nach Lübeck zurückkommen. Also. Nö. Ja. Also, ich sehe ein bisschen schwarz, muss ich sagen. Ja. Für die Grünen. Ja, aber sagen wir mal so: Hoffnung stirbt zuletzt. Es sind ja noch 10 Spieltage übrig. Vielleicht kommt ja noch die Wende. Ja. Jeden Monat bekommt den Sub ein kleinerer Streamer. Jetzt werde ich auch noch auf meine Kurve grüßen. Nein. Natürlich, vielen Dank. Also das ist schon ganz schön hier. Finde ich auch gut, dass du mich ausgewählt hast und ich die anderen beiden hier. Der eine isst nur, der andere redet nur. Ja, im Podcast. Deswegen. Ja, stimmt. Ja. Ich bin nur am Quatschen hier. In einem Podcast soll man auch nicht so viel quatschen. Im Leben läuft es nicht. Vielen Dank. Aber ich finde schon gut, dass man das dich auf deine Körpergröße reduziert hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr schön. Gut. Ja. Es geht weiter mit meiner Woche. Also nach der Niederlage dachte ich so, ja gut, Tag ist dann gelaufen. Ja, wollte ich zurückfahren. Da geht es ja auch schon wieder los. Wollte ich zurückfahren und alles drum und dran. Bin dann an einem Bahnhof namens Uelzen angekommen. Das ist circa 80 Kilometer von Hamburg entfernt. Oh je. Ja. Und dann fuhr der Zug nicht. Weil in Hannover es ein Problem gab. Oh Gott, Hannover ist voller Probleme. Also dementsprechend habe ich gedacht, so von wegen, das ist natürlich alles ein bisschen blöd gelaufen. Stehe ich draußen in der Kälte, denke mir so, klasse, stehe draußen in der Kälte.
Ja, hab mir dann ein Ticket für den ICE geholt, der dann halt in Richtung Rostock fuhr, also ne, dort, wo ich ihn am Schluss lang musste. Hat mich dann 30 € gekostet, aber ich dachte mir so von wegen, okay, bevor ich dann unnötig lang dastehe, ne, nehme ich den. So, und weißt du, was dann passierte? Ich habe das Ticket geholt, stell mich dann wieder an den Bahnsteig, was ist? Auf der anderen Seite fährt ein Zug in meine Richtung für umsonst. Okay. Ja. Weil das Problem in Hannover gelöst worden ist. Das heißt, Das heißt, der Zug hat irgendwie 3 Stunden Verspätung gehabt und ist dann drum gefahren, weißt du? Wo man sich so dachte, so wie klasse. bist du jetzt heimgekommen? Ich bin tatsächlich mit dem ICE dann gefahren, weil ich mir gedacht habe, so von wegen, nö, wenn ich mir den Luxus jetzt für 30 € kaufe, dann kann ich auch mal den Luxus nutzen, weißt du? Ja, gut. Ja. Wow. Ja. Naja, aber anscheinend bist du relativ fit. Zumindest kommst du so rüber. Ja, Weil dazu du kommen sehr aber. erzählfreudig bist. Ja, aber dazu kommen wir auch wieder später. Weil tatsächlich war Montag, wie gesagt, lange Woche, XL-Folge. Montag war ja wieder mal so ein Klassetag, wo ich mir so dachte, so von wegen, oh, nehme ich mal ein bisschen Bundesliga-Tipps schon mal auf, mach schon mal alles vorbereiten. Ja, was ist? Kamera leer, dann zu früh dunkel, dann wollte man eigentlich noch mit mir irgendwas abends essen und ich war auch noch müde von dem Wochenende, das wir da erlebt hatten, wo ich mir so dachte, so von wegen, es kann kaum noch schlimmer laufen, weißt du, die gesamte Woche ist eine Katastrophe bisher. Was? Ja. Es gibt so Kontraste einfach, weil meine Woche war halt das komplette Gegenteil. Ja, das kann manchmal auch so laufen. So, und dann kam heute. Heute, Dienstag. Und ich habe mir so gedacht, so von wegen, gut, die ganze Woche läuft bislang Kacke. Da wird bestimmt die Pokémon Direct später auch Kacke laufen. Es wird dann später noch. Ach, jetzt geht's auf einmal um die Warte, Pokémon nein, Direct. nein, Darfst nein, du nein. später? Wie gesagt, es geht noch um meinen Tag von Dienstag. Alles Ach gut. so. Habe ich so gedacht, so, es kann alles mögliche Kacke laufen. So, ich wusste ja, dass heute der Telekom-Heini vorbeikommt. Der Telekom-Heini wollte tatsächlich sich meine Störungen angucken, die ich mit meinem LAN-Kabel, beziehungsweise LAN-Kabeln, beziehungsweise meinen LAN-Kabel-Anschlüssen habe. So, ist er da angekommen, hat sich das angeguckt, hat gesagt, wir haben kein Problem. Das liegt nicht an der Telekom. Das liegt an deiner Box. Die ist doch von der Telekom. Nein, die ist tatsächlich von Fritzbox. Ja, gut, Ja, dass die du es kennst. kannst du über Telekom beziehen, Ich theoretisch. weiß, Aber theoretisch schon. wenn du die so Praktisch, gekauft hast, dann ja, praktisch Pech. gesehen hat er mir empfohlen, es gibt tatsächlich jetzt von der Telekom so eine Gaming-Box seit irgendwie Anfang des Jahres. Du Die meinst ist. jetzt die GameCube? Es gibt eine Telekom GameCube. Die heißt einfach so. Okay, gut. Ich keine Ahnung. Ich Die kenne nur die sieht so ein Version von bisschen so wie Nintendo. so ein, so ein, so eine, so eine, so ein Eiswürfel. Ja. Gut, okay, dann ist es die. Und Fantastisch, ja. was macht die? Die soll tatsächlich in der Hinsicht vielleicht besser sein für mich, für meine Bedürfnisse und Co. Eben als die Fritzbox, dadurch, dass ich viel Gaming betreibe und alles drum und dran und deswegen vielleicht das ein bisschen sicherer ist. Andersrum wurde mir gesagt, dass ich erstmal mit meiner jetzigen Fritzbox erstmal gucken soll, mit den Leuten von AVM, das sind die Leute, die herstellen, Rücksprache halten sollen, ob die vielleicht irgendwie einen Fehlercode in meiner Fritzbox erkennen. Das heißt, wenn ich einen Disconnect durch irgendjeglicher Hinsicht haben werde, soll ich dort sozusagen in die Fritzbox reinschauen, dann auf dem Support-Button klicken und diese Infos, die da rausspringen, denen schicken. Was sagt der Fachmann da unten für mich, der dazu? Einfach mal machen. Ich weiß nicht. Also, ja, würde Ja. ich auch einfach sagen, aber diese Gamebox würde ich nicht holen. Okay, warum nicht? Ist das nicht eine Gamebox, die Mobilinternet zieht? Also per Funk? Das macht überhaupt keinen Sinn. Du brauchst auf jeden Fall LAN. Das ist Ich denke schon, stabil. dass da ein Hub drin sein wird. Aber das Ding bezieht doch trotzdem Internet aus deinem Anschluss im Haus, oder? Ja, Telefonanschluss, ganz legal mit Telefon, Buchse und Co. Ach so, okay. Ja, Also so ist es vorher zieht's gemacht. also kein Funk. Ja, es gibt, was du sagst, ist ein GeoCube, wo du noch eine Karte reinstecken kannst. Ja, Ja, das nein, meine das ich. ist. Ich denke, das wird bei der Gamebox wahrscheinlich nicht machbar sein. Aber Ach dafür kenne so. ich mich bei der Telekom Aber zu was wenig soll aus. die machen? Soll das dein Internet boosten?
Nein, mein Es Internet stabilisieren. Es geht nicht zum Spoosten. Mein Internet ist zwar relativ langsam, ja, aber trotzdem, es soll das stabilisieren. Mein Problem Ich ist würde ja dir empfehlen, momentan. einfach ein paar Videos auf YouTube dazu anzugucken. Ich habe nämlich auch, als ich mir dieses Telekom-Verteiler-Ding hier geholt habe, na, das habe ich mir ja geholt, damit ich nicht 30 Meter LAN-Kabel durch die Wohnung ziehen muss, was die Katzen dann vielleicht aufkratzen oder beißen, sondern das Das Ding, ist mein Peter. ja, der zieht das WLAN und von da aus geht ein Kabel in den PC und das funktioniert perfekt. Ja, bei mir leider nicht. Bei mir Ja, sind es trotzdem die ja. Abbrüche. Das sind halt individuelle Dinge, Ja. von Wohnung zu Wohnung. Richtig. Nee, die haben trotzdem hier So, so einen als Supporter würde Anschluss. ich sagen, wir nehmen ein Ticket auf und dann schauen wir mal, was wird. Jo, das haben sie jetzt von AVM auch am Ende gesagt. Deswegen die Sache, Situation die. Ich soll den halt dann sozusagen meinen Report zusenden von dem Router für die letzten 5 Minuten, wenn mir das passiert ist. Soll ich da drauf auf Report erstellen klicken und die gucken sich das an und dann können sie mir sagen, was damit los ist und dann nicht. Und ja. Genial. Ja, habe ich mir auch so gedacht. Ich dachte mir so von wegen, bitte am 9. März bloß nicht. Bloß nicht am 9. März solche Probleme. Weißt du, wenn die am 9. März nicht sind, ist alles klasse. Die restlichen Tage gehen gut, muss ich drum rum. Aber 9. März wäre scheiße. So, also, dementsprechend dachte ich so, ja, läuft auch wieder nicht. Darf ich jetzt zum Thema kommen? Guck mal, Er du redet weg. nicht. Er sagt immer nein, später. Ja, na, das Problem Jan sagt ist. immer nein, später. Ja. Wir kommen später dazu. Das Problem ist, Später, nein, ich wurde später. vorher darum gebeten, Bescheid zu sagen, weil es noch Menschen gibt da draußen, die das einschauen wollen, die nicht gespoilert werden sollen. In dem Fall schreibe ich Später. ganz kurz, dass es jetzt losgehen würde. Nein, ich kann Wieso? auch Ich sagen, dachte, wir ihr will können auch nicht jetzt was gespoilert anderes machen. werden. Wir können jetzt auch Nee. theoretisch machen, Tag des Tages. Alles gut, ich habe jetzt geschrieben, Achtung, Direct. Dann würde ich sagen, wurde gesagt, okay, danke. Dementsprechend, ich Hast zähle mal ganz gesagt, kurz okay, runter. danke. Drei, Ja, gut. zwei, eins, Drei. let's go. Warte, warte. Warte, andersrum. Bisasam. Shigi. Glumanda. Pikachu. Papador, die große Null. Und damit kommen wir zu Pokémon Direct. Ja. Let's go. Immon hat sie angeguckt, ich habe sie angeguckt und Jan hat sie nicht angeguckt. Nein, aber ich weiß, was es für Spiele kommen. Oder Ja, nicht aber Mensch, warum wohl? sagen wir Warum mal wohl? so, Weil wie wir es einen ist. Spider-Man Also, haben. ich hatte ja, wir sind ja bei meiner Woche noch. Tatsächlich war das ja so, ich habe ja mit vielen Leuten darüber gesprochen vorher, so von wegen, oh, was kommt, was kommt, was kommt. Ich war ja ganz klar dafür für Re-Remakes von Johto. Und eigentlich die Pokémon Direct hat das auch am Anfang eigentlich auch so hergegeben. Also es sah so ein bisschen danach aus, sie wurden mit Incognito und Co. nochmal so angeteasert, wo es dann hieß so von wegen, dann auch noch mit neuem Charakter Silber. Hatte man so gedacht, so, vielleicht habe ich doch recht, vielleicht doch Ja, aber nicht. ich glaube, Silber war für Pokémon Masters X. Ja. Ja. Also am Anfang kamen halt die kleinen Spiele, Ja. vor allem diese Mobile Games Ja. und Pokémon Unite, Ja. so Updates dazu und Events. Und was mich enttäuscht hat aus Pokémon Go-Spielersicht, dass die neue Season nicht dort mit rein ist, sondern einfach nur das neue Event, was am 1. oder irgendeinem März beginnt, am 5. oder so, anstatt die neue Season damit direkt anzukündigen, die am 1. März beginnt. Also es gibt immer so eine Season in Pokémon Go, die geht 3 Monate. Und das wäre perfekt gewesen, die da anzukündigen. Wurde nicht gemacht. Schade eigentlich. Aber naja, was willst du machen? Und dann kam diese Haupt. Also auch. Was ja neu war, ist, was zu diesen Mobile Games gehört, ist, worauf ich mich am meisten von den ganzen Dingen freue, die kamen. Nicht auf dieses Legends Game, da kommen wir gleich dazu, sondern tatsächlich auf das Pokémon-Sammelkartenspiel fürs Handy. Es ist einfach geil, weil irgendwann bin ich es leid gewesen, die ganzen Karten da zu haben und die hast keinen Bock drauf und so. Und jetzt kannst du die einfach aufs Handy ziehen. Du kannst sie einfach auf dem Handy haben und du kannst darüber auch zocken. Also du kannst wahrscheinlich dann auch lernen, wie man dieses Trading Card Game spielt, weil die wenigsten wissen, wie man dieses Spiel spielt. Ich So, schon. inklusive ich, weiß es nicht. Deswegen, Ihr ich weißt bin, es ich, nicht. nein, ich, wirklich, ich bin wirklich gespannt, wie dieses Spiel wird. Es wird, denke ich, ganz cool und ich freue mich voll auf dieses Sammelkartenspiel Weißt fürs Handy. du, was ich dir jetzt dazu sagen werde? Was denn? Microtransactions,
jeder Booster aus 5 Karten kostet? Ja, natürlich. Denke ich ja, aber vielleicht gibt es auch Ingame-Währung oder so, wo man sich das verdienen kann. Müsste man machen. Aber natürlich wird es das geben. Ich würde dieses Spiel trotzdem Free-to-Play spielen. So, warum ich jetzt hier gerade so ein bisschen vor mich herwühle? Ich war ja jemand, der tatsächlich Ordner hatte. Ihr kennt das bestimmt aus eurer Jugend oder auch nicht. Oh, verdammt. Ich hatte so einen Ordner. Sowas. Mit Pokémon-Karten? Ja! Ich hatte auch einen Ordner mit Pokémon-Karten. Ich hatte sogar... ich war mal mit meinen Eltern schon oft in Kreta. Ja. Meine Eltern haben dort eine Freundin gehabt. Ja. Die hat einen Juwelierladen. Da hat meine Mom immer ihren Spuck hergeholt. Ja. Auf Kreta. Ja. Also Griechenland. Und ihr Sohn ist jetzt, der war viel älter als ich, aber der hatte als Kind auch Pokémon. Der hat solche Sticker oder sowas gesammelt. Ja, hab ich auch. Die du hier ranmachen kannst. So, weißt du, solche Pins. Ja, aber es waren keine Pins so richtig. Nein, es waren keine Pins, sondern das waren so Klettdinger. Ja, Magneten. Ja. Und die war komplett von der Johto-Region. Und wurde mir dann einfach dort geschenkt. Das war so geil. Das ist sehr nett. Und das war voll. Und ich glaube, ich habe das Ding immer noch. Weiß man nicht wo. Wahrscheinlich hier im Schrank irgendwo hinter mir. Na dann guck mal nach. Nächste Woche wollen wir dich im Johto-Outfit sehen. So, und ja, dann wurde halt dieses Legends, ich denke auch, dass es Zigarde ist, angekündigt. Das heißt dann Legends A bis Z und dadurch, dass Legends es Kados ist. Nee, Legends ZA. Oder ich dachte, ZA. Ich soll jetzt ein bisschen angeben mit meinen Pokémon-Karten. Ich dachte, wir waren noch bei Pokémon-Karten. Dann gib mir deine Pokémon-Karten an. Dann machen wir erstmal muss Pokémon-Karten sammeln. Dann hole ich meine Klettdinger. Ja, mach das. Ich habe tatsächlich hier Seiten eigentlich voll mit allen möglichen Pokémon-Karten. Ich habe auch hier Chanera tatsächlich. Das ist relativ wertvoll. Warum ist es sehr wertvoll? Obwohl, naja, so wertvoll ist es nicht. Es gibt ja unterschiedlichste Karten. Ne? Es gibt ja zum Beispiel hier. Ich bin erstaunt, Rufus hat es direkt gefunden. Rufus hat es scheinbar direkt gefunden. Klasse. Also, zum Beispiel hier Rihorn ist etwas wertvoller, weil es hier unten in der Ecke, Edition 1 heißt. Ja. Oh, First Edition Rihorn. Heißt also tatsächlich, das ist eine Erstauflage. Erstauflage heißt wertvoll. Ja, ja. Ich überlege gerade, was war denn das erste? Pokémon Pickers. Ja. Das war eigentlich das erste Pokémon, was jemals erschaffen wurde. War das nicht Rihorn? Yeah. Nee, das war Kangama, gell? Ja, nee, Rizeros. Rizeros ist es. Oh, Rizeros. Rizeros habe ich aber leider nicht in First Edition. Leider nicht. Ich habe relativ viele in First Edition. Aber das lag einfach daran, dass ich früher eben Pokémon-Karten gesammelt habe. Ja. Man hat einfach so 500.000 Euro da in diesem Ordner drin. Ja, das sind solche Pins. Und tatsächlich, also solche Pickers, wenn du die hier rausmachst, so sieht so ein Picker aus und das ist halt hier so ein Klettding. Ja. Das kannst du dann hier, zack, und dann klebt das hier dran. Ich sehe schon, Rufus läuft morgen ganz stolz auf Arbeit und in diesem Tag als, keine Ahnung, Schwerer. Das ist halt Johto Kanto, glaube ich. Ja. Ich würde jetzt erhöhen und, sagen, und aber ich habe tatsächlich auch meine Karten gefunden. Oh, Karten. Ja, sehr schön, guck an. Also halt Zubat, Golbat, Xbat. Ja. Kamau. So, ich habe das auch schön sortiert. Wo sind meine Legis? Oh, ich habe Shelterna. Oh, ich habe Lokak. Also und ich habe die auch nach Typen sortiert. Ich habe einen Dragoran. Ja, also theoretisch kann ich jetzt auch angeben, ich habe theoretisch alle aus der ersten Generation. Also sagen wir mal so. Wow. Na, also das hier. Erste Generation. Tatsächlich habe ich nicht das seltene Glurok, ich habe tatsächlich das nur halbhäufige Glurok. Das ist das dunkle Glurok, nicht das Glurok. Das seltene Glurok ist so häufig, dass es kaum noch was wert ist mittlerweile gefühlt. Ja. Genau, Dragoran. Ich habe also theoretisch habe ich auch Dragoran, aber wie gesagt, ich will jetzt hier nicht irgendwie alle Seiten vorzeigen. Also, und deswegen, ich freue mich auf dieses Trading Card Game fürs Handy. Es ist einfach, es wird cool. Das könnte lustig werden, das könnte interessant Wirst werden. Wirst du dir das auch holen? Frage. Ich denke schon. Wirst du das auch spielen, nicht nur holen? Da weiß ich noch nicht. Dadurch, dass ich Mario Kart Tour relativ intensiv spiele, weiß ich es nicht. Es wäre cool. Ich brauche jemanden zum Kämpfen und zum Tauschen. Das geht nämlich übrigens online, so wie das rüberkam in dem Trailer. So, kommen wir zu Pokémon Legends ZA. Zigarde. Erzähl,
Ist es vielleicht ein bisschen früh mit einem Kalos? Aber ist eigentlich egal, weil Legends Arceus war ja auch aus Sinnoh. Das Problem ist, bei ZA, was ich sehe, die sind ja schon weitaus weiter im Fortschritt. Ich weiß das gar nicht, wie so, die... es gibt ja so einen Stammbaum. Ob Zygarde nicht eines der frühen Pokémon ist. Ja, eigentlich müsste es sein, weil es ja das Cell-Pokémon ist. Aber was mich halt so ein bisschen stört, laut dem Clip oder was man da gesehen hat, war das halt schon so Renaissance-Zeit gefühlt, so vielleicht so ein bisschen ja, weiter schon. Was ich halt bei Hisui richtig interessant fand, oder halt bei Legends Arceus, du bist halt bei Null gestartet. Es gab keine großartigen Pokémon-Aufzeichnungen, es war einfach nur, guck mal, letzte Woche haben wir das Ding erfunden, das ist ein Ball aus Holz, und den werfen wir jetzt auf die Viecher und dann bleiben die da drinnen. Viel Spaß. Hier hast du ein paar Bälle. Arceus war das erste Pokémon, also in dieser, ne? Das ist das Gott-Pokémon und das hat Dialga, Palkia und Giratina erschaffen. Das stimmt außerdem nicht. Bidiza ist das Gott-Pokémon. Ja. Oder Karpador. Die haben das Universum erschaffen und da ist Erde und dort ist Kyogre, Groudon und Rayquaza. Und die haben Manaphy, Fione, Lugia, Ho-Oh, Regigigas geholt. Arctos, Zapdos, Lavados von Lugia und Ho-Oh hat Raikou, Entei, Suicune. Regigigas hat die Regis gemacht. Xerneas und Zygarde sind und ebenfalls Yveltal sind von Dialga erschaffen worden. Interessant. So. Also es ist ein direkter Link quasi von einem Sinnoh-Pokémon zu Zygarde. Die Frage ist erstmal folgendes. Ich meine, wir mussten ja bei Legends Arceus mussten wir die Tafeln mehr oder weniger sammeln. Ja. Ja. Bei Zygarde gibt es ja die Zygarde-Würfel. Ja. Müssen wir die auch sammeln? Ja. Und gibt es Urformen von Ivytel oder Ivytel und den komischen Hirsch-Pokémon? Ja. Die wird es bestimmt dann geben. Diese Urformen sind ja auch erst mit Legends Arceus dazugekommen von Dialga und Palkia. Ich hoffe, diesmal besser durchdachte, weil Palkia und Dialga als Urform sieht davon abgrundtief scheiße aus, sind wir mal ehrlich. Ja, ja. Also manchmal ist es ja. Und so, sind auch nicht wesentlich stärker oder schwächer. Nö. Ja, die Urform. Ja, also von daher. Soll ich das mal auf jeden Fall anschauen? Ja. Mach ich das. Sorry, weil ich dir jetzt ins Wort falle. Halb so wild. Ich war gerade am Überlegen, Worte zu finden, weil, wie gesagt, ich war auf hoffnungsvoll von wegen Wort zweite Generation. Yeah! Aber da ist natürlich eine Frage. Mhm. Momentan kursieren ja verschiedene Bilder, Leaks. Bilder von einem Ghibli-Style 5. Generation, wo man N gesehen hat, wo man andere Sachen gesehen hat, alles wieder im Ghibli-Style wie damals in der 4. Generation. Ja. Was ist damit jetzt? Das haben sie wahrscheinlich. Sind die einfach noch nicht so weit. Entweder das oder sie halten das erstmal zurück, weil sie merken, dass Paul World oder Pal World oder wie auch immer relativ gut läuft und bevor es dann heißt, so von wegen, oh, Pokémon bringt wieder nur Mist raus. Das Problem ist, dieser Chibi-Style ist das dann wahrscheinlich. Ja. Wie in, da kam nicht gut an bei der Sinnoh. Für mich war es cool. Es hat einfach diesen Nintendo DS-Vibe wiedergebracht. Das war cool. So, also wenn ihr das einen Nintendo DS-Vibe habt, dann haben wir aber keinen. Nein, natürlich. Vom Style her sah das so wie damals aus. Doch, nur halt in HD. Doch, das ist schön gewesen. Ich fand diesen Style schön. So. Ich denke. Entweder haben sie es komplett weggeworfen und müssen es jetzt nochmal neu machen wegen Palworld. Oder ja. Das, was ich ja interessant finde, es wird ja momentan irgendwie so gemunkelt, dass es eine Mischung aus Johto und Einheit werden soll. Werden wir sehen. Fände ich komisch. Fände ich ganz ehrlich ganz komisch. Wäre aber interessant. Ja, aber ich kann es mir nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Die sind relativ weit auseinander eigentlich auf der echten Karte. Also auf der echten Karte. Ja, ich meine, ich hätte es verstanden, hätten sie zweite Generation gemacht mit komplett Kanto noch mit dazu, was ja schon war ursprünglich. Mhm. Aber da hätten wieder viele gesagt, das ist ja nur ein Remaster in besserer Grafik und irgendwas dazu.
Fünfte Generation kann ich mir halt nicht vorstellen, außer man sagt, okay, man kann, es sind vielleicht zwei Spiele in einem, dass sie halt haben, bevor wir ja zwei Remakes raushauen, haben wir einfach beide in einem raus, in einem Spiel, dass du am Anfang auswählen kannst, das und das. Aber scheinbar wird das ja nichts kommen fürs Erste. Nee, Nee. also von daher, lass uns überraschen, was die nächste Pokémon Direct so zu bieten hat. Vielleicht Wann kommt ist da denn was. dauert noch, bis die kommt? Nächste Woche. Mittwoch aber Echt diesmal dann. jetzt? Das war ein Nein. Spaß. Alter. Das kam mir zu ernst rüber. Okay. Also man merkt, Rufus ist relativ gut irgendwie einzustacheln. Das habe ich gestern schon mitbekommen. Okay, warum? Wieso? Ich habe nur kurz geschrieben, übrigens, Jason oder Jason Kelsey hört doch nicht auf. Ja, kam so zurück. Und ich sagte, okay, war das jetzt ein, das war schon längst bekannt, ja, oder war das ein freudiges? Ja. Ja. Ja, Rufus war, Immerhin. ist einfach sehr, sehr happy. Ja. Gut. Das war meine Woche. In XL war Und die meine Woche. Pokémon Direct. Kommen wir nun zum nächsten Thema, wenn wir schon dabei sind. Natürlich Feiertag des Tages. Neues Pokémon Day. Ende. Gut, fantastisch. Also der erste hast du schon mal gedroppt. Heute ist tatsächlich offizieller Tag des Pokémons. Also. Ziemlich, heute ist nicht nur Pokémon Direct, sondern wirklich Pokémon Day. Ja. Ja, Ja, wirklich. cool. Ohne Scheiß. Es ist wirklich heute offizieller Tag des Pokémons. Was ist euer Lieblings-Pokémon? Rotes Heute vor Spring wie vielen Jahren kam 96 heißt Rot-Grün also, raus? 96 kam es raus, heißt also jetzt 28 Jahre. Alter, ich frage mich, was zum 30. kommt. Ich denke mal nichts Großes, aber ja. Na doch, die werden schon was Ordentliches Eine machen. neue Gen kommt dort. In Nee, 2 Jahren? nee. Doch. Passt Da schon, in muss 2 Jahren. erstmal die Switch 2 rauskommen und die muss erstmal einigermaßen laufen und dann müssen sie schauen. Hey. Dass sie wahrscheinlich im Hintergrund was weiter programmieren, ist durchaus möglich. Also schon was machen, aber ob wirklich eine neue Gen direkt rauskommt, ich bin mir nicht so sicher. Ich denke Dafür ist schon. das DLC zu Karmesin Purpur zu neu. Wolltest du außerdem unter dem Chat nochmal Bescheid sagen, dass Pokémon Direct vorbei ist? Habe ich schon gemacht. Okay. Alles schon erledigt. Okay, ich mache mir einfach nur Sorgen, das ist das Ich Übliche. weiß, ich weiß. Das ist lieb Gut. von dir. Ja, also Rufus hat schon angefangen, Lieblings-Pokémon. Green, genau. Ruf, immer und deins erst? Ja, ich muss Kurtel! überlegen. Was? Turtle. Kurtel! Kennst du Kurtel nicht? Nee, das ist ein regionales Pokémon in Pokémon Go. Turtle. Sag mal, Quirtle! bist du. Quirtle! Quirtle! Nee, nicht Ach, Quirtle. diese Feuerschildkröte mit dem Vulkan. Ja! Ah, doch, natürlich kenne ich das. Ich dachte so, ich habe Kurtle verstanden. Ja, Das Quirtle sitzt ja auch in klingt Deutschland, nach aber es ist ja als Quirtle. 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 Wranglish. Na? Ja, durchaus ein gutes Pokémon. Was ist deins, Auf ja? Platz 2 steht natürlich Carpador, klar, also das ist ja Ja. klar. Meins, schwierig, ich würde sagen, Gladiantri. Okay. Wir haben alle unkonventionelle Lieblings-Pokémon. Ja, das Problem ist, die meisten sagen Meine halt zum Freundin Beispiel. würde sagen Evoli. Was? Also Marie. Marie Okay, würde ja. wahrscheinlich Evoli sagen oder halt Pikachu. Ja, Blume wäre bei Felinara. Meine Frau wäre bei Chanera. Ja. Siehst du mal. Klasse. Gut, So, und wenn es jetzt wenn ein legendäres Pokémon sein soll? legendär. Oder also legendär, mystisch, Zählt auch mysteriös? Pseudo-Legendäre? Nein, es sollte legendär oder mysteriös Dann oder Shirachi. mystisch sein. Bei mir ist Shirachi dann. Okay, bei mir ist es Darkrai auf 1 und auf 2 Yveltal. Ganz klar, als einziges offiziell, als solches deklariertes Pokémon, Arcani, weil das das offiziell einzige legendäre Pokémon ist. Guck in den Pokédex-Eintrag, steht ganz da drin, legendäres Pokémon. Guck Wir rein. lassen es mal Steht's? nicht zählen heute ausnahmsweise. Tut mir leid. Ach, scheiße, was nehme ich denn dann? Ja, scheiße. Ich mag Dialga. Ja. Ja, ist auch bei mir in Top 3, ja.
Vielleicht kommt beim Rufus ja auch ein Pokémon-Quiz, wer weiß. Ja. Darkrai ist auch nicht schlecht. Darkrai ist halt so ein Badass-Pokémon, sind wir mal ehrlich. Ja, es ist geil. Gibt's noch für legendäre Pokémon, die einigermaßen erträglich sind? Wie gesagt, meistens ist Shuanshi. Das ist Was sagst du zu Giratina-Urform, also zu dem ohne Beine? Giratina-Urform ist super. Giratina ist wirklich ein nice Pokémon. Ja. Zählen eigentlich die Ultra-Bestien auch dazu? Ja, Da würde muss ich ich mal dazu zählen. ganz Würde ich kurz dazu schauen, weil ich zählen. dachte, bei der Ultra-Bestie gab es eins, was ich richtig mag. Okay. Bestimmt Mosquito. Ich glaube, du meinst Mosquito. Ich wäre jetzt eigentlich bei Muramura gewesen. Achso, okay. Diese wandelnde Festung. Aber Mosquito, nee, warte. Agoyon ist okay. Mosquito ist dieser große rote Käfer. Nee, ich finde den finde ich lachhaft. Okay. Selbst dieser Voltriant, den finde ich noch besser als Mosquito. Oh, war gut. Ansonsten, was gibt es eigentlich für legendäre Und Pokémon? wenn es ein Starter sein muss, ich Ach du weiß, du Scheiße. würdest bestimmt sagen, Shiggy oder Shellast, oder? Shiggy oder Shellast, welche Kröte wäre so deins? Shiggy eher dann. Also tatsächlich für Favorite Pokémon Starter, tue ich mich echt schwer. Es gibt echt viele tolle Starter. Kanimani fand ich fantastisch früher. Eben Shiggy fand ich fantastisch früher. Ja, du wolltest was sagen? Als ganz kurz nochmal zum Thema Legendäre, Ja. Rayquaza. Ja. Aber ein Shiny. Oh ja. Sehr gut. Ja. Und ich finde es interessant, dass immer unser Lieblings-Pokémon nicht Galapafluss ist. Nee, tatsächlich nicht. Also du würdest dann Shiggy nehmen Ja, also als Starter? wenn Starter überhaupt alle Starter Wenn, zusammen ja jemals, würde genau. ich tatsächlich Stell dir Shiggy. vor dir Ja, stehen alle dann Starter hätte ich und du Shiggy musst dir einen genommen. Ich auswählen. hätte Shiggy genommen. Okay. Jan? Das Du siehst alle ist Starter vor dir. Du eine musst sehr gute einen wählen für Frage. deine Journey. Das ist schwierig, weil ich mag relativ viele Starter. Ich habe an sich so in jeder Generation so einen Favorite. Ich Ja, auch. natürlich hat man das in jeder. Vermillion ist zum Wir Beispiel können auch auch dabei. gerne Generationen Wir machen, durchgehen. wir müssen generationsabhängig machen, glaube ich. Okay, Das gut. Ja, dann sind muss ich viele. tatsächlich, Erste Generation. sicherheitshalber doch nochmal hier PokeWiki aufmachen. Klar. Wir Ich machen das auch. aber mal anders. Wir machen mal bitte von Generation 1, dass wir jede Generation einmal Ja, durchgehen. natürlich. Nur die Starter oder jetzt Genau. alle? Nein, Nur die nur die Starter. Starter pro Okay. Generation. Okay. Aber wir zählen Pikachu nicht mit zu dem, also nur im Originalspiel die drei, ne? Okay, also am Ende Pyroram, Shiggy und Glumanda. Genau, nur die drei, genau. Sind wir mal ehrlich, bei der ersten Generation, es gibt nur zwei korrekte Antworten. Es gibt nicht drei, es gibt nur zwei korrekte Antworten. Aber Es ist. das hab ich irgendwann mal erzählt. Ich glaube, ich weiß nicht, bei Fall Guys oder sowas, habe ich das mal erzählt, so von wegen, dass ich damals, als die allererste Pokémon-Generation rauskam und das allererste Spiel rauskam, ich damals tatsächlich Bisasam genommen habe. Das ist keine korrekte Antwort. Wie gesagt, das ist das allererste Mal gewesen. Ich hatte halt, weil alle um mich rum immer Glumanda oder Shiggy genommen haben. Und ich damals tatsächlich so war, dass ich so gedacht habe, so von wegen, okay, alle entscheiden sich für den und den und den und den. Okay, dann nehme ich den dritten. Er möchte auch lieb gehabt werden. Bisasam möchte auch lieb gehabt werden. Theoretisch könnte ich auch Bisasam Plüsch raussuchen. Mache ich. Machen wir mal so. Ich suche mir jetzt für nächste Ja. Woche gibt es Bisasam Plüsch. Schreibe ich mir auf. Also ich gucke Also gerade so kurz in meinen du Chat würdest rein. jetzt, wer würde jetzt welches Pokémon nehmen aus der Starter, ersten? wie gesagt, erste Ja. Generation, ich immer noch Shiggy. Okay, Jan. Sind wir mal ehrlich, Glumanda. Ich bin bei dir, ich würde auch Glumanda wählen. Nur ganz kurz, ich sehe in meinem Chat auf einmal 20.000 neue Nachrichten. Scheinbar ist Rayquaza, Palkia, Crowder und Kyogre oder Kyogre sehr Kyogre. beliebt. Bei Ja. Blume, sowie Plinfa, Bisasam und auch Glumanda. Siehst du auch Bisasam? So viel dazu. So. Es hieß auch ganz kurz, ich zitiere, lieber an Bisasam. Gut. Zweite Generation Okay. hab ich immer relativ einfach getan in der Hinsicht. Das Tatsächlich ist, glaube ich, Kanimani. relativ. Na gut, das hätte ich jetzt anders Also gewartet. zweite Generation, was? Kanimani. Hundertprozentig bei mir. Jan? Also Kanimani ist ein gutes Pokémon, sind wir mal ehrlich, aber Feurigel. Ich auch, Feurigel. Dritte Generation. Hydropi!
Sorry, aber Gig Abo, bester Junge. Holy shit, ich bin bei Hydropi. Ja, Hydropi ist geil. Hydropi kann es einfach. Okay, aber aber interessant, dass wir immer so eins außen vor lassen. Das ist meistens so. Schon traurig, ja. Ne? Das heißt, liebe Freunde da draußen, wenn ihr irgendwann mal so in der FTD Pokémon Startergruppe sitzt, ne? Nimmt nur die, die wir nicht nehmen, weil die wollen auch lieb gehabt werden, sage ich euch. Ne? Ja, also in dem Fall ganz kurz lieber an Flamly, lieber an Divir. Ja. Keine Liebe an Bisasam. auch lieber an Bisasam. Ja, vierte Generation. Ja, da habe ich tatsächlich im Let's Play, Flui war völlig überrascht, im Let's Play habe ich Plinfer genommen, aber so würde ich tatsächlich Gelast nehmen. Ich werde jetzt für mich antworten, dann werde ich für Rufus antworten und Rufus wird nur noch Ja sagen. Okay, los geht's, sag. Ich sage auch Chillast, Rufus sagt Panflam. Richtig. Fantastisch. Panflam. Das heißt, Plinfer ist da leider auch außen vor. Schade. Lieber ein Plinfer. Ja. 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 Wasserstahl ist übrigens eine coole Kombi. Aber ja, deswegen. Aber leider ein bisschen anfällig für einige Geschichten. Habe ich in meinem Let's Play gemerkt. Gegen Flui. Ja, Kampf, Elektro, Wasser, Boden. Ja. Wie gesagt. Gut, bodenneutral wegen dem Wassertypen, aber. Mhm. Einal? Ja, da tat ich mich tatsächlich schwer, weil das war so die Generation, wo ich die nicht mehr gespielt hatte. Also die Spiele. Aber trotzdem Otaro. Otaro? Ja, Otaro. Otaro. Kann ich einigermaßen nachvollziehen. Ich mag die Endentwicklung nicht, aber irgendwie, ich finde bei allen dreien die Endentwicklung irgendwie so alles scheiße. Mhm. Aber ganz kurz, trotzdem Serpifeu. Und was würde ich nehmen? Ja. Was sagt Rufus? Floink. Oh, wir haben alle vertreten. Ja, sehr schön. Heißt, wir machen ein Let's Play. Wenn es ein Remake gibt von dieser fünften Generation. Spielen wir das zu dritt und jeder hat einen anderen Starter. So. Sehr schön. Gut, das spielen wir da also schon mal auf. Vormerken, das spielen wir zu dritt. So, dann die sechste Generation, die... Carlos. Genau, ja. Die Carlos-Region. Ja. Da ist klar Froxy bei mir. So, jetzt bin ich dran. Ich muss sagen, ich gehe mit keinem großartig, also es startet so großartig mit bei dem. Mhm. Aber wenn, dann Igamaru. Mhm. Froxy. Jo. In dem Fall lieber an Fünks. Ja, einmal lieber raus. So, Alola-Starter, siebte Generation. Sollte klar sein für jeden eigentlich. Also Alola-Starter sollte klar sein für jeden. Ja. Okay. Welches es nicht ist. Ja. So, also sag an, Immon. Ich hab Bautz. Und Immon? Und ich hab Bautz. Also... Sind wir mal ehrlich, Flamiau ist cool, aber Bautz ist halt da deutlich besser. Ja, Bautz ist cool. Bautz ist cool. Also, ich meine, Bautz ist eine kleine Pflanzeneule. Wie niedlich ist das denn? Ja, deswegen! So. Rufus sagt Flamiau. Ja. Weil ich habe auch zwei Katzen hier, ja. So sieht's aus. Das heißt, lieber einen Wobball. So sieht's aus. Ja. So. So galant. Warte, da kann ich mal Immon raten. Ja. Memion. Und ja, das auch. Bei Flumen, Memion. Bei Rufus weiß ich Hoplu. Ja. Und auch wenn ich Chimpep vom ersten Ding mag, von der ersten Entwicklung, die Endentwicklung finde ich nicht so toll, deswegen bin ich auch bei Hoplu. Ja. Ja, also Liebe geht an Chimpep raus. Ja, Chimpep. Wir mögen dich, aber wir mögen deine Entwicklung ab Stufe 2 nicht mehr. Tja, und jetzt haben wir ja eigentlich nur noch Paldea. Hisui, richtig. Nee, Hisui, als komm. Das ist ja wohl, das ist kein Hauptgame. Nee. So. Also. Paldea. Ja, es ist Krokel bei mir. Das ist das allererste Mal, wo ich einen Feuerstarter als Favorite habe. Ich sag mal so, ich habe das ja noch nicht gespielt, gell? Ja. Du hast ja aber schon die 3 angeguckt. Ich habe mir die 3 angeguckt. Ja. Es ist Felori. Ich mag die Pflanzenkatze. Und das war auch im Chat steht die Pflanzenkatze. Ja. Und ich werde dabei angeschrien. Ja. Also ja, ich beuge mich dem. Ich mag Felori wirklich. Ich mag auch diesen Geisttyp, den sie am Ende bekommt. Ja. Diese Maske drauf, das sieht, finde ich, super. Ja. Und welches Pokémon wäre meine Wahl, wenn ich Marie nicht gespielt hätte?
Marie hätte Filori genommen bei Katze. Marie hat nicht Filori als Starter genommen. Marie hat Quax bei Enter. Richtig, Quax hat sie genommen. Ich kenne die Weiterentwicklung von Quax gar nicht. Die Endentwicklung ist dieses... Bei Londa. Warte. Ja. Die Ententwicklung, wenn ich bitten darf. Ja, die Ententwicklung. Wenn ich den Starter ausgewählt hätte, wäre es Krokel geworden, ja. Ja, also auch... Okay, sieht irgendwie lustig aus. Ja, es sieht Krokel irgendwie ist ein cooles Krokodil. Ja. Krokel Krokodil kann man mögen oder auch nicht. Gut, da haben wir schon mal unsere Starter für mögliche Remakes. Ja. Remakes. Oder egal, Remakes. Was da kommt. Ja, ja. Und dann, was sagt man, die nächste Generation? Nee, einfach mal so typmäßig. Was denkt ihr, welcher Typ bei der nächsten Generation am besten ist? Wie am besten? Feuer. Es gibt keinen am besten. Naja, der am beliebtesten sein wird. Feuer war das jemals so richtig weit oben? Ja, also Panzerfeuer ist relativ zum weit oben. Feuermäßig heftig durch die Feuriger ist auch relativ weit oben. Flammia ist auch heftig. Ich glaube nur bei. Ich habe immer nur mitbekommen, dass bei vielen Umfragen, die ich gesehen habe, war immer der Wasserstarter ganz weit. Also meistens erster. Obwohl es in jeder Generation so viele Wasser-Pokémon gibt und anstatt ganz wenig Feuer-Pokémon, frage ich mich, warum die Leute Wasser-Pokémon als Starter nehmen. Weil man Wasser-Pokémon eigentlich in der Regel mag. Ja, also ich bin ja immer so ein Feuerverfechter bei Starter, weil es einfach wenig Feuer-Pokémon gibt. Im Vergleich zu Pflanzen und Wasser. Deswegen, das Problem, was ich mit Feuerstartern habe, ist, dass die meistens am Ende immer Feuerkampf sind. Du hast es bei Logok, du hast es bei Panflam und du hast es auch bei Hoplo. Das sind schon allein 3 von 7. Ich weiß gar nicht, ob noch irgendwer... Kroke ist Feuergeist. Ja. Feuriger ist in der Hisui Feuergeist. Leuk ist, glaube ich, auch Feuerkampf. Ja, ist auch Feuerkampf. So. Fünx das heißt, ist, glaube ich, Feuerpsycho. Ja. Nexus ist Feuerpsycho, genau. Ja. Also du hast 4 oder 3 Feuerstarter, die am Ende Feuerkampf sind. Das finde ich kacke. Ja. 5. Warte. Nee, 4. 4. 4 von 7? Nee. 4 von 7, oder? Welche Generation sind wir? Nee, wir sind schon in der 9. Ja. 9. Ja. Es ist schon fast die Hälfte. Wenn es wieder Feuerkampf wird, dann haben wir 50% Feuerkampf. Mhm. Ja. Das ist schon krass. So. Gut, bei Pflanze waren sie jetzt wenig kreativ. So, bis vor kurzem. Also ich sag mal so, ich finde es ja lustig. Es heißt ja, dass die Feuerstarter an den chinesischen Tierkreiszeichenkalender angelehnt sind. Hm. Wir haben einen Affen, wir haben ein Schwein, wir haben einen Igel, eine Katze, ja. Einen Hasen. Ja. Ist da wirklich ein Igel im Drache? Drache. Ja, Feuerigel kannst du als Igel sehen. Ja, Feuerigel ist ein Igel. Aber gerade ist da ein Igel drin? Weiß ich nicht. Warte, find mal gleich raus. Auf jeden Fall, Hut ist dabei. Also es gibt den so chinesisch oder was? Ja. Das kann ich dir sagen. Ratte, Büffel, Tiger, Hase. Ratte! Das ist Feuriger, wird als Ratte gesehen. Also Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und Schwein. Und das Schwein ist Krokel. Quatsch, Floink. Floink. Weil wir haben Hahn mit Flemli, wir haben Affe mit hier Panflammen. Wir haben Schwein mit Floink, wir haben Hund noch nicht. Wir haben Drache mit Krokel, wir haben beziehungsweise Schlange mit Krokel, aber ich denke, nee, Drache mit Lumanda, Schlange mit Krokel. Ja, wir haben Tiger mit Flammiau. Flammiau ist Tiger. Ja. Hase ist Hoplo. Ja. Ratte ist Feuriel. Ja, vielleicht. Vielleicht ist es auch ein Schwein. Nee, ich würde wenn dann als Ratte sehen. Okay, aber eine schöne, also, ja. Wirklich eine schöne Ratte. Ja. Also die Entwicklung ist eine schöne Ratte. Mhm. Naja, gut. Mal sehen, ob da bald ein Büffel kommt und mit einem Buffalo Bill drauf. Oder von mir aus, ich meine, es könnte rein theoretisch auch ein Pferd kommen. Ja, aber oder... wir haben ja schon Ponita mit einer als Pferd. Also Pferdestarter, ja, oder... Ponita. Ja, nein, nicht Ponita als Pferd. Oder ein Hund. Das fit auch noch. Naja. Ich sage, als nächstes kommt ein Hund. Okay.
Ja, wir haben ja Elektrohund zum Beispiel gehabt, schon mit Belektro zum Beispiel. Ja, die haben auch Normalhunde. Dakani. Dakani, weiß ich jetzt. Hundemon, Undicht. Ja, du kannst auch, also alle Typen mal irgendein Tier ansagen. Es ist. Es gibt sogar Schlüsselbund-Pokémon. Also brauchen wir jetzt. Ja, das Avocado-Pokémon fehlt noch. Ja. Kommt noch. Das ist das Pflanzen-Pokémon. Das war der Pflanzenstarter. So, nee, aber sind wir mal ehrlich. Also ich tippe, der nächste Feuerstarter, also heute, warte ganz kurz, heute ist der 27.02.2024 um 20.25 Uhr. Die Vorhersage für den nächsten Feuerstarter, ein Hunde-Pokémon. Hier einblenden immer in der Zukunft. Danke. Ja. Jetzt können wir das natürlich noch weiterspinnen. Was ist euer Lieblings-Pokémon pro Generation? Oh nein, das reicht jetzt. Ja. Also das können wir für eine andere Show machen. Also wie gesagt, das ist tatsächlich Tag des Tages mit dem Pokémon halt. Ja. So, was ist noch für Tag des Tages heute? Heute ist Tag der Erdbeere. Habe ich absolut nichts in der Richtung heute gegessen. Aber ich mag Erdbeeren. Ich habe heute 3 Erdbeeren an mein Pet verfüttert in Shakes and Fidget. Das war's. Eingemachte Rufus. Gerne. Jetzt haben momentan tatsächlich keine Erdbeersaison. Das ist so ein bisschen das Problem. Du kannst natürlich Erdbeeren von außerhalb kriegen, aber die sind teuer und schmecken auch nicht so gut. Also, wo wir bei nicht so gut sind, heute ist auch Tag der Eisbären. Ja, denen geht's nicht so gut. Genau, darauf wollte ich hinaus. Eisbären kenne ich tatsächlich aus dem Zoo. In Hamburg haben wir Eisbären tatsächlich. Wir haben die Eisbären. So gern. Kennst du das Lied? Natürlich. Ja. Das ist die Einlaufhymne von hier von Berlin. Ich dachte Eisbären. Von den Hamburg Eisbären. Nein, von den Berliner Eisbären. Nee, von den Berliner Eisbären, ja. Lord Jace, warum bloß? Ich wundere mich in letzter Zeit über gar nichts mehr. Okay, warum? Es ist so viel momentan los auf der Welt, also ganz ernsthaft, selbst wenn morgen Aliens landen oder der Vulkan in Deutschland ausbrechen sollte, denke ich mir so, who cares? Typischer Mittwoch. Ja, wollen wir dann direkt, also das war tatsächlich der Tag des Tages, wollen wir tatsächlich hier hinkommen bei Themen, die es eigentlich nicht ganz in die Show geschafft haben. Okay, aber wir fangen mit dem schöneren Thema an. Achso, ich dachte, du machst direkt das Thema da mit weiter mit den Sachen von Vulkanen und Co. Aber gut, ja. Nein, okay. das ist nur eine Info, aber das machen wir dann am Ende vielleicht. Wer hätte es erwartet, und ich denke immer noch, es ist einfach Frühtag, April-Scherz. Man wird auch gerade gesagt, ich soll mal wieder über Aliens reden. Oh nein. Heute noch nicht. Heute nicht, es gab doch keine Landung. Nächste Woche, Mittwoch vielleicht. Deswegen, ja. Cannabis wurde legalisiert Joa. In Deutschland. Was viel zu spät 25, kommt. 25 Gramm Besitz. Naja, mehr. Nein. Also, folgendes. Primär musst du erstmal Mitglied eines Clubs sein. Dann, ich habe das nämlich offen, pro Verein sind maximal 500 Mitglieder erlaubt. Das heißt, 500 Frauen, keine Ahnung, wie viele 500 Männer, keine Ahnung, wie viele Frauen. Sorry, der war schlecht. Aber kann sich ja jeder als Mann identifizieren. Ja, der war auch schlechter Witz. Pro Tag darfst du maximal 25 Gramm Cannabis kaufen. Pro Monat maximal 50 Gramm. Was ich mich frage, was mache ich an Tag 3? Ja, eine sinnvolle Frage. Ey, krass, dass dieses scheiß Angebot, also diesen Fick mich mit dem Angebot aktualisiert, das möchte ich nicht. Die Droge darf nur in einer beziehungsweise 18- bis 21-Jährige soll maximal 30 Gramm bekommen mit höchstens 10% THC. Cool. Bayern sagt dazu, alle, die Drogen nehmen, alle, die hier kiffen wollen, raus aus Bayern. So das Wort. Darf nur noch neutral verpackt werden mit Beipackzettel, bla bla bla, Gewicht, Erntedatum, Mindesthaltbarkeitsdatum, Sorte, Wirkstoffgrad, das Übliche, was du halt bei Medizin eh hast. Erlaubt ist Cannabis in Reinform, also ich lese eigentlich nur ab, also getrocknete Blüten und blütennahe Blätter, Marihuana oder abgesondertes Harz, Haschisch. Verboten sind Mischung oder Verbindung mit Tabak, Nikotin oder Lebensmitteln. Weil die bekommst du scheiße eh nochmal in jedem verfickten Kaufland, kann ich mir Haschischkekse kaufen. Oder hier Weed-Kaugummi oder sonst irgendeinen Scheiß. Ja. Und THC-Dönstropfen und kriegst du eh überall mittlerweile. Also
Räume und Grundstücke der Cannabis-Clubs müssen umzäunt und einbruchsicher gestaltet werden. Gewächshäuser brauchen einen Sichtschutz. Ja. Was abgrundtief dämlich ist, weil wenn ein Gewächshaus einen Sichtschutz hat, kann ich davon ausgehen, dass da Cannabis eingebaut wird. Das wird dann ganz schnell, weil normalerweise brauchst du sowas ja nicht. Ich kenne sehr wenige Gewächshäuser in Familien- und Freundesumkreis, die eins haben, die einen Sichtschutz haben. Wenn die auf einmal eins haben, weiß ich, ah, da drin sollte ich eventuell kein Feuer anzünden. Weil dann habe ich eine gute Zeit. Yeah. Und jeder Verein muss ein Gesundheits- und Jugendkonzept erstellen mit Sucht- und Präventionsbeauftragten, bla 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 bla, das Übliche halt. Kommen soll es am 1. April. Ich denke immer noch, das wird ein April-Scherz werden. Und die sagen, ha, wir haben euch verarscht, ihr bekommt das nicht, alle, die das wollten, ab und erst. Hätte man das viel früher umsetzen sollen? Ja. Hätte man das viel einfacher umsetzen können? Auf jeden Fall. Warum macht man es nicht? Weil Cannabis ist illegal, weil es verboten ist. Unsere Bundesdrogenbeauftragte, Originalzitat, ganz kurz, Originalzitat, sie hat gesagt, Cannabis ist eine verbotene Droge, weil es illegal ist oder andersrum, oder ist illegal, weil es verboten ist. Hätte auch ein Spruch von Rufus sein können, aber... Die, also das ist wirklich die... Ja, bin ich wissenschaftlich. Ja, warum ist Cannabis illegal? Also, warum weiß ich das wissen? Bin ich Biologe? Bin ich Biologe? Ja, aber nee, ganz ernsthaft, also was wir immer als Drogenbeauftragte hatten, entweder wir haben die größte Pfeife überhaupt gehabt oder wir haben eine, die hat einen persönlichen Krieg gegen die Drogen geführt, wahrscheinlich weil sie herausgefunden hat, dass ihr Mann nur bekifft mit ihr schlafen möchte, weil er sie im klaren Zustand nicht einmal anfassen würde. Sind wir mal ehrlich, ist durchaus valider Grund. Hätte ich auch gemacht, an der Stelle des Mannes, weil ich auch nur bekifft bei der. Du, darf man in der Öffentlichkeit kiffen? Ja, aber du musst... In einer bestimmten Zeit darfst du nicht kiffen und du musst so und so viel von öffentlichen Einrichtungen fertig sein. Also direkt vor der Polizeiwache kiffen ist jetzt eher kontraproduktiv. Schade. Direkt vom Kindergarten auch. Ach Mann. Oder Realschule, da kriegst du mehr verkauft als alles andere. Sind wir mal ehrlich. Dürfen Jugendliche Cannabis kaufen? Nicht wirklich. Vielleicht, also zwischen 18 und 21 darfst du kiffen. Danach ist es eh egal. Bis halt die Einschränkung und unter 18 darfst du es offiziell nicht. Ob du es machst oder nicht, ganz ernsthaft. In keiner verfickten Stadt in Deutschland wird das seit Jahren noch geahndet. Da kommt er hier einmal hier, machst du nicht nochmal und dann gehst du weg. Wir wissen mittlerweile, dass die Polizei so stark überfordert ist, dass alleine in Berlin du neben der Polizei Cannabis kaufen und verkaufen kannst und die juckt das nicht. Weil sie ganz genau wissen, das ist sinnloser Papierkram, das führt eh zu nichts, also können wir es auch gleich weglassen. Ja, im besten Fall kannst du der Polizei was verkaufen. Ich wette, das ist auch schon passiert. Ja, sehr schön. Sind wir mal ehrlich, wir leben in Deutschland, das ist auch schon passiert. Ja, sicherlich. Aber ich freue mich persönlich ganz stark drauf, weil entweder, sind wir mal, also dieses Land kannst du im nüchternen Zustand nicht mehr wirklich ertragen. Mhm. Sind wir mal ehrlich, es geht mehr oder weniger vor die Hunde. Das stimmt. Alkohol ist teuer. Guter Alkohol kostet noch mehr und macht vor allem viele gesundheitliche Probleme in Richtung Leberversagen, 500.000 Krankheiten, frühzeitiger Tod. Cannabis wiederum hat exakt, ich glaube seit 2009 oder wo man angefangen hat, das zu kontrollieren, gab es 2 Cannabis-Tote. Okay. Insgesamt. Ja, aber die Frage ist, nicht pro Jahr. Ja, aber die Frage ist, wenn es dann legalisiert ist und alles drum und dran, wird es dann nicht mehr, weil ne, die Daten. Mutig nicht, weil du müsstest eine unglaublich große Menge Cannabis konsumieren, damit du daran stirbst. Die Wahrscheinlichkeit ist eher, dass du dich bei der Pizza, die du im Rausch kaufst, verschluckst und daran erstickst, als dass du an Cannabis stirbst. Oh, klasse. Das heißt, an Pizza erstickt. Fantastische Idee. Ja. Fantastische Idee. Mir wird auch ganz kurz nochmal im Chat gesagt, ja, kann auch psychische Schäden verursachen und ist natürlich nicht gut für die Lunge. Ist klar, du rauchst den Scheiß, alles was du rauchst, ist nicht gut für die Lunge. Mhm. Egal ob Cannabis oder Nikotin oder Crack. Mhm. Aber wenn man das mal mit Alkohol vergleicht, ist Cannabis dann doch weitaus gesünder. Aber das eine ist eine Volksdroge, das darfst du nehmen, das darfst du auch Kindern ab 16 geben und auch Kindern unter 16, wenn es die Eltern nicht juckt oder sonst wie. Aber Cannabis ist böse. Und nochmal, um auf den Chat einzugehen, man kann davon schnell Psychosen bekommen. Das kriegt man auch mit anderen Sachen hin.
Ja. Magic Mushrooms beispielsweise oder Slavia oder was es sich sonst alles gibt. Ja, der Flui hat mir gerade geschrieben, ich komme dazu und Immon möchte an Pizza ersticken. Ja, definitiv. Ich denke, Mord, Todesursache Pizza. So heißt die heutige Folge. Todesursache Pizza. So sieht's in aus. In dem Fall, bei Rufus kann man das vermarkten, Todesursache Dominus Salami Pizza. Lass meine Pizza. Das ist auch gut. Ich glaube, ich weiß, was ich als nächstes rauche. Ob es schon Cannabis mit Pizzageschmack gibt? Bestimmt gibt es das mit Pizza. Ganz ernsthaft, bei uns in der Realschule haben die im Klassenraum Cannabis verkauft. In meiner Klasse. Da war dann ganz kurz das zweite Buch aufgeschlagen, da kam was rein, da ging ein Zehner rüber und dann wurde das zweite Buch wieder zugeschlagen. Ich habe das beobachtet. Das ist eine Idee, ja. Auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das bei mir auf der Schule auch so war. Ich glaube aber nicht. Ich glaube, dafür gab es andere Ecken, aber gut. Todesursache erstickt an Pizza. Ja. Mir wird gerade gesagt, es gibt Cannabis in jedem Geschmack. Ja. Oh mein Gott, ich probiere mich durch, vielleicht. dazu einmal die Frage an euch, weil ich ja jetzt relativ viel geredet habe. Ja. Werdet ihr das nehmen? Werdet ihr mal versuchen, Cannabis zu rauchen? Habt ihr schon mal Cannabis geraucht? Und wenn ja, wieso, warum, weshalb, wann war das letzte Mal? Und findet ihr das überhaupt gut, dass es jetzt legalisiert ist? Und sollte man Koffein und Alkohol... Junge, wie viele Fragen willst du stellen? Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, nein. ich find's neutral, weil es gibt ja einige, die das positiv nutzen, eben um Schmerzen zu lindern und Co. Und andere, die es eben ein bisschen daneben gehen. Also von daher... Der Flui schreibt, ich nehme das nicht. Ich finde das eklig. War das genug Antwort? Es heißt aber probieren, geht über studieren. Flui, das nächste, wenn wir bei dir sind, wenn immer bei dir ist, sorge ich dafür, dass er dich fesselt und dich einen Joint ziehen lässt. Dann wird uns so lange die Nase zugehalten und der Joint in den Mund gehalten, bis du ziehst. Eieieiei. Guck, Flui, du, wo bist du bloß reingeraten? So, In die Active T-Shirt. Ja, ich bin auch ganz kurz, wenn man das wirklich mal so im Nachgang anhört. Ja. Und man sagt ganz ernsthaft, die ersten Themen, was war die Woche, ist für mich egal. Ich skippe einfach mal mit in die Mitte. Ja. Egal, wo man hinskippt. Ja. 100 Pro kommt irgendein Ausspruch, wo du denkst, was zum Fick machen die? Ja. Eben über Pokémon gesprochen, davor über eine Horrorwoche von mir gesprochen. Ja, du denkst dir immer so von wegen, wo bin ich hier gelandet? Und das ist die FTD-Show. Deswegen solltet ihr sie einschalten. Also. Definitiv. Rufus. Was ist deine Meinung ja. dazu? Nein. Ich will es nicht probieren, ich werde es nicht nehmen. Und sollen es die nehmen, die es wollen. Und jetzt fehlt nur noch Alkohol- und Koffeinverbot und dann sind wir durch. was harte Drogen angeht, genau. Zum Thema Flui. Ja, Flui hat gerade geschrieben, Horrorwoche. War es so schlimm bei mir? Wie gesagt, spul zurück, hörst dir an, was ich dir erzählen hatte. Es ganz war schlimm. Ein Graus. Ja. Aber nicht mit dir, aber grundsätzlich. Aber zum Thema Flui und Cannabis. Ja. Mir wird auf jeden Fall nicht im Chat gesagt, dass wir Flui einfach mal in der Hotbox setzen. Oder einsperren. Ja. Ei, Cannabis. Wo sind wir bloß hier alle hingeraten? Und dort werden wir ihn zwingen, Radio zu hören. Oh, oh mein Gott, das ist natürlich Spaß, Flui, ne? Das Radio ist jetzt ein Running Gag. Das wäre doch Fluis ultimative Folterkammer. Er wird in eine Hotbox gesetzt, wo Radio läuft. Ja, und nur News. Hier da nicht nachchecken kann selber. So, da kommt dann nur News. Also sowas wie. Genau, die ganze Zeit wirklich nur Nachrichten, so ein Nachrichtensender einfach. Dauerhaft. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das real ist oder nicht. Gut. Also, nächstes Thema. Nee, Spaß, alles gut. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ja, dann, warte, ich gucke mal. Was haben wir denn noch? Wir haben Pokémon Direct durch, wir haben Cannabis Legal durch, wir haben, was war die Woche durch, wir haben immer uns Tippspiel noch. Das haben wir noch auf jeden Fall, deswegen meine ich ja gerade, wir haben nicht so viel Zeit. Ja, deswegen, ja. Ja. Haben wir jetzt noch? Weil ich habe jetzt nicht so, hat noch einer sonst ganz kurz von mir... Rufus hatte doch was Tolles in die Gruppe gepostet. Ich dachte, das kommt heute. Ich hatte zwei was noch reingepostet, ja, deswegen, tatsächlich. Nicht los. Einmal, dass Emmanuel Macron heute, oder keine Ahnung wann, dass er sich vorstellen könnte, dass westliche Truppen in die Ukraine gesandt werden. Meinung? Und der Weltkrieg incoming. Ja.
Also wenn er das macht, dann hat er wirklich... Also da bin ich tatsächlich auf Seiten von unserem Herrn zurückhaltenden Kanzler, der ich weiß von nichts und ich mache nichts Kanzler. Man nennt ihn Lord Schnarchistan für diejenigen, die es interessieren. Nicht Lord. Lord ist ja, dann eine Beleidigung. Also, ne? Aber in dem Fall ist es cool, dass er da pennt und von nichts weiß und nichts sagt. Also und auch nicht zustimmen. Also Mr. in dem Fall, ja. Genau. So. Und die andere, also ja, ich denke mal, da sind wir uns einer Meinung. Das finde ich nicht cool. Ja, also das ist dann wirklich. Ihr müsst nicht nur gucken, ihr könnt auch eure Meinung dazu sagen. Ich habe das doch eben gesagt, so von wegen, dass du schon gesagt hast, Dritter Weltkrieg kam. Das war ja. Und natürlich ist die Sache die, wenn die Ukraine tatsächlich irgendwann in der NATO und alles drum und dran drin ist. Wollt's ja auch nicht sein, auf jeden Fall. In den Krieg nicht rein. Ja, aber du, wenn das dann irgendwann kommt, dann ist er vorbei. Aber auch danach nicht, sind wir mal ehrlich. Für Putin ist das ein riesengroßes Angriffsziel. Die werden Ewigkeiten nicht in der NATO reinkommen, allein durch die Tatsache, dass andere Länder dann Angst haben, dass Putin wieder angreift und sie dann mit dahin müssen. Und dann haben wir wirklich einen Dritten Weltkrieg. Tja. Also die Ukraine steht gerade für sich alleine. Ja. Und ich denke, hat auch seinen Grund. Teilweise. Also was man jetzt so hört, was die Russen da an Momentum hingekriegt haben, an den Stellen, wo die Ukraine vorher wieder was zurückerobert hat, das ist ja schon fast wieder futsch, was die da erobert hatten im letzten Jahr. Und anscheinend haben die gerade ein richtiges Momentum. Die überrollen die gerade förmlich an manchen Stellen, dass die da doof einnehmen in der letzten Woche oder beziehungsweise in den letzten Tagen. Das ist schon krass. Also ja, gut, Schutt und Asche von Schutt und Asche meine ich damit. Ne? Also die zerbomben ja zuerst die Stadt komplett, sodass es keine Stadt mehr ist. Und sagen dann, sie haben die Stadt eingenommen. Ja. Weil sie dann einfach reinlaufen können, weil da niemand mehr ist, weil alle tot sind. Den Erdboden gleich gemacht, dachte man auch gerne. Ja, genau. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Weil wenn das so weitergeht, sehe ich zurzeit Russland extrem im Vorteil. Also so finde ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber das ist deren Taktik, ihre Männer zu verheizen und dann einfach reinzurennen. So. Man sagt ja immer, die Russen, die verlieren so viele Mann, aber die haben die halt auch, die Ukrainer. Ne? Du kennst doch das russische Triumvirat. Bist du gegen Putin? Frontlinie! Sagst du was gegen die Regierung? Frontlinie! Hast du mal blöd geguckt? Frontlinie! Und wer darf wählen? Alles andere. Ja, naja. Das heißt nicht umsonst, dass der gefährlichste Job in Russland Opportunist ist. Ja. Ja. Gut, das Thema mal angerissen. Genau. Ist ja auch ein politisches Thema. Ja. Könnten Flui ja da ein bisschen verschrecken. Nein, den verschrecken wir nicht. Okay. Der ist schon weg. Das ist so in der Hotdog fest. Und dann hatten wir noch heute Morgen noch das oder Vormittag das Thema mit dem neuen ELF-Team. Ja. Möglicherweise in Amsterdam rumort ist. In Amsterdam rumort ist. Ja. Also mit einem neuen Team. Was? Was? Nix was. Ja, was? Was? So. Rumort ist mit einem neuen Team. Ja. Zwei Sportenthusiasten, Business-Leute, was weiß ich, wollen dort schon seit letztem Jahr eigentlich die Amsterdam Admirals gründen. Ich habe tatsächlich das Ding ohne Paywall sehen können. Da hat jemand in Reddit so einen Link reingesendet, wo es ohne Paywall war. Und dann mal über Google Übersetzer ein bisschen übersetzt. Mhm. Also deren Ziel ist es, im nächsten Jahr zu starten mit einem Amsterdam-Team. Sie brauchen noch einen Geldgeber. Und sie planen mit 800.000 bis 1 Million Euro Budget pro Jahr. Also fürs erste Jahr. Und sie brauchen ein Stadion, was 7.000 bis 10.000 Leute. Ja. Ja, aber da gibt es ja genug in den Niederlanden. Ja. Auch in der Nähe von Amsterdam. Es muss ja nicht genau. Die Johann Cruyff Arena gleich sein. Also ja, es gibt ja genug da in der Nähe. Flui schrieb, ich werde nur durch Football verschreckt. Oh. Na dann, ciao.
Mal sehen, was wird. Ja, das wird sich dementsprechend die nächsten Tage zeigen, Wochen, Monate. Weil das hatten wir ja doch schon die letzten Male auch zuvor, dass Spekulation über Spekulation. Aber am Ende ist es ja oftmals so, dass erst vor Preseason ja tatsächlich einige News kommen, beziehungsweise, wie du es ja schon öfter erzählt hast, so Fragezeichen mit bestimmten Ländern und alles. Und dann tatsächlich überhaupt erst sowas in Frage kommt mit neuen Teams. Ja. Also von daher, ich vermute mal, vielleicht kannst du jetzt ein bisschen spekulieren, dass vielleicht nächstes Jahr ein Team aus den Niederlanden dabei ist. Ja, vielleicht planen sie auch sowas. Ja, aber das werden wir in dieser Saison nicht sehen. Nee, natürlich nicht. Wenn dann nur die Ankündigung. Und die weiß ich, wann die kommt. Du hast noch 10 Monate Zeit. Ja. Minimum. Also. Ja. Gut. War es das, was du auf deinem Herzen hattest? Ja. Was sagt der Lord dazu? Ich warte auf die Leipzig Kings. Gut, so ein Arsch. Gut, dann gehen wir zum natürlich nächsten und letzten Thema des heutigen Tages, meiner Landesliga. Ja, es war der 15. Spieltag, wir hatten ein bisschen Pause, deswegen denkt ihr so von wegen, was steht da? Da steht urplötzlich 16.2., 17.2., 18.2., wir haben schon März. Ja, das war tatsächlich der letzte Spieltag. Es war eine Woche dazwischen Pause, Nominierungspause. Ich hatte überlegt, ein Infovideo dazu zu machen, habe mich dann dagegen entschieden. So, ja, was war am letzten Spieltag los? Tatsächlich, wie ihr schon gesagt hattet, Bayern hat die Hinrundenmeisterschaft geholt, 1-0 gewonnen gegen Schleswig-Holstein. War aber knapper als erwartet, denn Bayern ist in Unterzahl geraten und hatte dann irgendwie das doch noch geschafft, das 1-0 zu erzielen. Also, knappe Geschichte gegen Schleswig-Holstein am Ende. Ja, Niedersachsen tat sich auch sehr schwer gegen das Saarland. Hat auch knapp damit dementsprechend 1-0 gewonnen. Also auch da genau dieselbe Geschichte. Na, da hast du. Wie hat Jace richtig getippt? Ja. Können wir gleich auch direkt runtergehen? Da unten sehen wir es. Hat er gut getippt. Ja, 8 Punkte und bin trotzdem. Nur mit Krieg gleich auf, das kann so nicht sein, aber ich bin auch nur der drittbeste Tipper. Ja. Gut, also, nächstes Spiel. Ja, da wird sich Rufus bestimmt sehr drüber ärgern. Sachsen hat auf die Ömme bekommen von Nordrhein-Westfalen, aber sowas von. Also, da sind einfach Fehler aufgetaucht bis zum geht nicht mehr. Also, normalerweise ist die sächsische Verteidigung relativ gut, aber an dem Tag waren sie einfach wirklich schlecht. Und ja, das Ehrentor, sagen wir es so, es war ein Ehrentor. Also, mehr war es nicht. Gut. Möchtest du was dazu zufügen? Nö. Gut. Dann Thüringen gegen Rheinland-Pfalz hin und her. An Abschluss hat Rheinland-Pfalz knapp gewonnen. Was sagt der Lord dazu? Passiert. Gut. dann das nächste Spiel war das Spiel zwischen Bremen und Berlin. Ja, Berlin hat lange Zeit geführt und dann hat Bremen dann doch noch geschafft, den Ausgleich zu erzielen. Hab mir ja schon fast gedacht. Also von daher, sicher geglaubte Punkte. War meine Vermutung richtig, dass die Berliner da weiter strugglen. Ja? Richtig. Dementsprechend den Punkteausgleich. Flui schreibt, ich bin halt besser als Jayus, deswegen stehe ich auch vor ihm. Ha! Die Hotbox wurde für 2 Tage versperrt. Ich sag's dir, du wirst da drin leiden. Gut, nächstes Spiel. Mit Hessen. 2 Radios. Oh, mit 2. nächstes Spiel. Ich dachte eigentlich an Schlager. Also, ich fände. Aus dem Radio. Okay, gut. Hessen gegen Mecklenburg-Vorpommern. Also, tatsächlich hat Mecklenburg-Vorpommern eigentlich ein gutes Spiel gezeigt, bloß die Tore nicht erzielt. Am Ende hat Hessen gewonnen. So läuft das im Leben. Oh. So, dann das nächste Spiel. War ich sehr überrascht. Ich glaube, ihr dabei aber auch beide, weil Lord Jay es noch erzählt hat, so von wegen, das wird so eine langweilige Nullnummer, wo keiner irgendwas hinkriegt. Ja, Sachsen-Anhalt hat überhaupt nichts hingekriegt und Mecke und Brandenburg hat sie einfach dafür hart bestraft mit 6-0. Weißt du, die haben sie auseinandergenommen im wahrsten Sinne des Wortes. Also, das war überhaupt nichts für Sachsen-Anhalt und ich hatte ja schon im letzten Teil, wo wir diese Analyse gemacht haben, ja schon gespoilert, dass Hamburg da Probleme mit dem Torwart hatte. Das hat man an dem Tag aber sowas von gemerkt. Der war so schlecht drauf. Der war der schlechteste Spieler des Feldes. Hat 0-3, gefühlt 3 Chancen, alle 3 reingelassen. Also, schlimmer kann es kaum kommen.
Dementsprechend dann Hamburg auch dementsprechend hoch verloren. Also Hinrundenmeisterschaft ist dementsprechend nach der Tabelle an Bayern gegangen. Vor Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Berlin. Wichtig natürlich für uns hier Platz 8 mit Sachsen und Platz 13 mit Thüringen. Nicht letzter. Genau, Sachsen-Anhalt ist 15. Ja, also wenn du am Ende, wenn am Ende Thüringen hinterm Saarland steht, da ist was falsch. Ja. Ja? Tut's ja noch nicht. Musst du aber tut's ja noch nicht. Stehen, weil vor einem Wald stehen musst du auf jeden Fall. Das Problem ist, Thüringen ist ja für die Welt bekannt. Gell? Wir kennen alle den Thüringer Wald, wir kennen alle den Gefäuserwald. Wir kennen im Allgemeinen, Thüringen ist ja ein halber Wald. Ja. Aber nicht Brandenburg ist ein ganzer Wald. Ja, die haben halt eine hölzerne Abwehr, kannst du sagen. Ja, vielleicht wird es ja morsch. Mal gucken. Gut, ich habe das tatsächlich jetzt eingeblendet. Das ist jetzt die Rückrunde. Das ist tatsächlich der erste Spieltag, den ich hier einblende, damit ihr sehen könnt, wie die Hinspiele gelaufen sind. Na, weil jetzt geht's in die Rückspiele. So, die Reihenfolge da ist natürlich nicht die Reihenfolge, die dann in den Rückspielen ist, weil einige Spiele sind interessanter, andere sind wieder uninteressant. Dementsprechend sind die dann Freitag, Samstag oder Sonntag, je nachdem, wie interessant oder uninteressant sie sind. Ja. Gut, fantastisch. Gut, also Auftaktspiel in die Rückrunde ist das Spiel zwischen Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Hinspiel hatte tatsächlich Niedersachsen mit 2-1 gewonnen. Sehr knapp. Ja, ich beginne, ne? Mhm. Ich denke, dieses Mal wird es eindeutiger. Es wird ein 3-0 für Niedersachsen. Man darf nicht vergessen, fast alle Mannschaften haben neue Spieler. Ach, hör auf! Ich meine nur! Es wird nicht viel machen. Meiner Meinung nach. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das gleiche Ergebnis bei jedem Spiel nochmal kommt? Sagen wir mal so, es ist immer 50-50. Gegeben. Entweder ja oder nee. Ja gut, wenn man nach dualer Logik geht, dann passt das, aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit wird relativ gering sein und trotzdem, warte, wie sehr das stand in der Niedersachsen gegen... Wie gesagt, war das Spiel hier. Weißt was, ich bleib wirklich bei einem 1-2 für Niedersachsen. Okay, also die gesagt... Also 2-1 für Niedersachsen in dem Fall. Das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen. Ja, das wird ein saftig-knaftiges auch 3-0 für NRW. Ich sag, das wird ein 1-0 für NRW und am Ende lachen wir, weil wir exakt in der Mitte liegen und das wird ein 2-0 wir in dem Spiel. Und das wird Flui tippen. Wer weiß? Wer weiß. Dann kriegen wir aber die Punkte gut geschrieben, weil wir haben es ja jetzt hier und jetzt schon gesagt. Ja, nein. Nein. Nein, 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 leider nicht. Gut, das nächste Spiel ist dann das Spiel zwischen Hessen und Rheinland-Pfalz. Ein kleines Derby, wenn man das mal so sagen darf. Naja. Und dementsprechend geht es auch da ab. Nur als kleinen Hinweis. Ah. Ja. Das wird ein knaftig... Wenn ich wieder knaftig, Alter. Saftig sag, hör auf damit. Knaftig, saftiges 1-1. Weißt du, was ich Probleme? Ich denke nämlich auch, das wird ein Unentschieden. Weil das geht so ab, dass sie sich einfach nur gegenseitig die Beine und den Teer schießen und dann aber nicht viel großartig passiert. So die letzten, keine Ahnung, 20 Meter vorm Tor oder 5 Meter vorm Tor, irgendwas dazwischen, ist halt der Ball nicht häufig. Da war Trump auf beiden Seiten, hat Mauer hingestellt. Ne, ich bleib bei einem 1-1. Aber bei einer Mauer würde es ja eher 0-0 sein, also. Naja, ich sag mal so. Irgendwann kam beiden und hat es wieder eingerissen. Ah, okay, gut. Ja, gibt's dann natürlich. Klar. Absolut. So, das nächste Spiel ist mein persönliches Topspiel. Es ist das Spiel zwischen Schleswig-Holstein und Brandenburg. Ja, du kannst dir vorstellen, warum es mein Topspiel ist, oder? Boah. Ja. Ja. 1-1. Wenn der Rufus nicht weiß, was er tippen soll, tippt auf ein 1-1 und entschieden. Wer hat in der Führung höher? Schleswig-Holstein ist höher. Warte, ich zeig's dir gerne. Hier.
In der Tabelle ist es der Tabellen-11. gegen den 12. Weißt du was? Na. Es wird ein 1-0 für Brandenburg. Okay. Möchtest du eine Erklärung abgeben, warum? Der Wald ist noch nicht morsch. Okay. So, dann das nächste Spiel. Das nächste Spiel ist dann das nächste Samstagspiel. Es ist das Spiel zwischen Baden-Württemberg und Bremen. Ja, Baden-Württemberg gegen Bremen, die ja doch immer besser reinkamen jetzt am Ende. Sind ja schon in den Top 9. Das ist ja schon krass. Oh, Baden-Württemberg. Stopp die. Mit einem 2-1. Baden-Württemberg einer der Top 5? Ja, Baden-Württemberg ja. Ist Dritter. Dritter gegen Bremen 9. Weißt du was, ich denke, Baden-Württemberg wird es diesmal schaffen, 4 Tore zu machen. Also setzt nochmal eins drauf. Mhm. Aber Bremen schafft es, ein Tor zu machen. Und es wird ein 4-1. Ja, schauen wir mal. Ne? Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Bayern und Berlin. Das Spiel zwischen dem 1. und dem 4. Ja, aber Berlin ist nicht gut drauf. Sagt das nicht? Wie gesagt, es gibt einen neuen Spieler. Vielleicht ist Berlin richtig happy. Ost-Berliner Ghetto-Viertel oder was? Naja, Jerome Boateng ist zum Beispiel neu dazugekommen. So. Wow, krass, auf jeden Fall. ja, die Bayern. Gewinnen die hier? Ja. Wie hoch? 2-1. Ich sag, Bayern gewinnt 2-0, aber nur bedingt durch die Tatsache, dass in Berlin schon der 1. April vorzeitig vorgezogen wird und die alle stoned sind. Klar. Wer kommt darauf nicht? So, dann... Es ist Fußball, das musst du doch wissen. Du bist doch der Fußballprofi. Es tut mir leid, manchmal komme ich nicht auf das Offensichtliche. Das nächste Spiel ist das Spiel zwischen Thüringen und Hamburg. Im Hinspiel hat Hamburg Thüringen vermöbelt. Ja, man sieht's. Die Thüringer. Die armen Thüringer. Ja. Und die Hamburger, naja, sind auch nicht gerade so geil drauf hier. Aber ich denke, die sind gut genug, um 2-0 in Thüringen zu gewinnen. Es tut mir leid. Aber das, ja, trotz dessen, dass Hamburg zurzeit auch eine negative Phase hat. Ne? Hier, alles kann sich ändern. Nur das Ergebnis, nur der Sieger nicht. Genau, also Hamburg wird auf jeden Fall gewinnen. Es wird aber ein 3-0 werden und Thüringen ist aber happy, weil die Rostbratwurstfuhre, die sie mitgenommen haben, hat gerade so noch gereicht und am Ende sind alle weg raus. Es ist ein Heimspiel für Thüringen, die spielen zu Hause. Ach so, ja. Dann sind sie noch glücklicher, weil da haben sie den Lieferanten gleich um die Ecke und nach dem Mittag, also ich sag mal so, Hamburg macht in der ersten Halbzeit alle 3 Tore. Mhm. Dann die Mittagspause, gell? Mhm. Wie es beim Fußball immer so ist. Erstmal so eine halbe Stunde Mittagspause ja. am Fressstand. Ja. Und danach sind die alle so rund, dass Hamburg mit dem Ball nicht mehr durchkommt. Ah. Also schaffen die nicht nochmal 6 Tore? Nee. Nein. Okay. Ja, welches Spiel fehlt noch? Einfach mal in den Raum geworfen. Gibt keine Frage dafür. Jawohl, das sächsische Team. Nämlich, das letzte Spiel ist das Spiel zwischen Sachsen und dem Saarland. Sachsen braucht jetzt mal wieder ein richtiges Erfolgserlebnis, sonst droht der Rausflug aus den Top 9 oder Top 8. Die haben erst 3 Siege und 8 Unentschieden. Ich frage mich, wie kann man da Achte sein? Ja, die anderen sind einfach so schlecht. Weißt du, manchmal im Leben läuft's, weißt du? Ja. Thüringen hat übrigens genauso viele Siege als 13. Das ist, ja, also. Ja. Das Saarland hat sogar einen Sieg mehr als Sachsen. Das ist krank. Und ist Drittletzter. Ja, ich kann das doch mal hier in der Tabelle sehen, damit der Lord sich das auch anschauen kann. Hier einmal zu sehen in der Statistik. Saarland 4 Siege, 1 Unentschieden. Sachsen 3 Siege, 8 Unentschieden. Ja.
Trotzdem sehe ich Sachsen sich jetzt hier wieder mal am Anfang der Rückrunde, ist wie der Anfang der Hinrunde. Man spielt gut mit. Und man wird das Ding hier dieses Mal aber gewinnen. Und nicht wieder ein Unentschieden werden lassen. Das sind ja die unentschieden Könige hier. Das wird hier ein saftig, knaftiges 2:1 für Sachsen. Ich würde dir fast recht geben, aber Sachsen macht mir persönlich ein Tor zu viel. 1:0 oder was? Versuch nochmal zu zählen. Also wir gehen jetzt in Hä? Mathe durch. Du meinst recht geben, dass Sachsen gewinnt? Nein, ich würde dir fast recht geben, aber Sachsen Und macht nicht mir schon ein Tor wieder zu viel. unentschieden kommen. Doch, Du 1:1. hast nicht an. Wenn die Und wieder weißt du unentschieden spielen, wieso? Alter, mach ich mich wieder Weißt du mit. wieso? Sachsen bleibt ihrer Linie treu. Nicht zu viel gewinnen, nicht zu viel verlieren. Einfach mal schön in der Mitte mitmarschieren. Und das heißt, sie Ey, machen, weißt du, es das ist ist relativ, quasi es die hat, Schweiz aus die sind Deutschland. neutral. Die passen sich den Ja. anderen einfach an. Die weiß, Sachsen sind Mitläufer. Saarland macht's vor Alles mit dem einen andere Tor, als Sachsen macht's nach. Und damit hat sich das dann gehabt. das. Ja, bin ich mal gespannt, wie wir Ja. klagen. Und ich bin auch gespannt, wie ihr anhabt darauf reagiert, wie viele Punkte ihr habt. Ich weiß es jetzt schon, aber. Ich hoffe natürlich maximal, das heißt Am Ende so einem dreimal Null. 24 Punkte. 24 Punkte für Rufus, 12 Points und nochmal 12 Points für Double 12. Rufus ist Double die einzige 12 Points Person, die es für schafft, im Rufus. ESC 2x12 Punkte zu bekommen. Ja. Ja, das ist theoretisch sogar möglich, 2:12 zu bekommen. Auch eine Geschichte, die habe ich tatsächlich letzte Woche vergessen zu erzählen. Hatten wir bei Fall Guys beim Quiz tatsächlich eine Darts-Frage. So, und jetzt kommt der Rufus. Jetzt So, komme ich. genau, du bestimmt, ich hatte in der Show gesagt, der Rufus kann mir bestimmt mindestens fünf Varianten erzählen, wie man Das das ist erreicht. 59. Ja. Ja, sag an. Situation ist die. Die Frage war, wie kannst du 60 Punkte in einem Durchgang kriegen? Wie in einem Durchgang. Das heißt mit drei Würfen. 60 Punkte. Ja, easy. Ja, Einmal in die 60 und dann zweimal die Frage ist, verwerfen. welche Kombination Zum würdest du jetzt Beispiel. sagen? Sag gerne Kombination. Irgendeine Kombi? Ja, es ist völlig egal welche. Okay, Doppel-10, Doppel-10, Doppel-10. Eine weitere Kombi? Wir wollen jetzt einfach dein 20, Wissen 20, sehen. 20. 0, 60. Doppel 20, 20, Triple 20, 0, 0, Bullseye 10, 0 oder Bullseye 5, 5 oder Bullseye 7, 3 oder 5 oder Zweimal den Ring kannst du auch noch machen. Single Bull, Single Bull 10, Single Bull Doppel 5. Geht nicht. Natürlich, Achso, Single der Bull Doppel ist 5. Ich 5. weiß gerade bei zwei, Ja. bei das Nummer 2x5 erwirfst. Ja, nee, Single. Double Bull, Double 5, genau. Single Bull, Double 5 ist 60. Du könntest auch 13, 17 machen und dann nochmal Doppel 15 oder Triple 10. Das ist alles möglich. Also Flui, du weißt Bescheid, ich hatte recht. Rufus hätte dir mindestens fünf Kombinationen aufzählen können. Das ist aber auch Okay. nicht zu schwer. Ja, wie gesagt, war Nee. in unserer Busa-Geschichte eine Frage, wie man 60 Punkte werfen kann. Ganz einfach, es Flui geht schreibt, warum nur, nimmst du immer meine Fragen? Ja, indem man gut nee. zielt. Einfach Einfach, indem man gut zielt. ja. Ah. Das wollte ich jetzt hier Und nochmal reinbringen, weil, wie gesagt, mir ist das letzte Woche noch eingefallen, so von wegen, ach ja, scheiße, da war was. naja, gut. Liebe Freunde, wir haben viel geredet. Haben viel Und es ist an gelacht. der Zeit, uns bis nächste Woche schon wieder zu verabschieden. Es ist traurig, aber wahr. Nächste Woche ist wieder eine tolle Woche, hoffentlich. Nächste Woche wird bestimmt wieder Ja. tolle Tage des Tages geben. Na, Siki. Und damit? Soll ich schon mal wieder? Ich spoiler ja immer gerne. Ihr wisst ja, ne? Spoiler immer und so. Was haben wir denn nächste Woche? Hat vielleicht Rufus nächste Woche wieder einen Tag des Tages, wo er denkt so von wegen, yeah, das ist mein Tag des Tages, ich guck mal. Ich würde mal das jetzt wissen nochmal. Vor Ende der Show. 5. März ist das nächste Mal. Ja! Ja, da ist auf jeden Fall was dabei. Und auch was für mich. Ich kann es schon nur spoilern. Es ist mindestens eine Sache, die für mich wichtig ist. Mindestens eine Sache dabei, die für Rufus wichtig ist.
Ja. Für Lord Jay ist leider, tut mir leid, also du wirst wieder ausgegrenzt. Der 9. ist am Samstag. Ich dachte so, hä, ist Donnerstag nicht der 9.? Nein, Wie kann der Dienstag der 5. sein? ja, nee, Samstag ist der 9. März. Dementsprechend ist der Ja. 5. März. Alles gut, alles gut. Ja. Ja, liebe Freunde, aber es wird Ich bin es Zeit. gewohnt, ausgegrenzt Wir zu sind ja noch werden. am Handy einrichten gleich noch, deswegen Ja, mach ich das. Spaß nicht mehr. Und sag mal, wie du WhatsApp rüberbekommen hast bei einem Handy, das nicht mehr im Standardzustand ist. Junge, ist, ja, sage ich dir Dienstag. Ich mache eine PowerPoint. Dienst, Nein, echt! Ich bin begeistert! Wir sehen er hat nächste Woche eine gesagt. PowerPoint von Rufus. Dementsprechend sehen wir uns nächste Woche mit der PowerPoint von Rufus. Bis dann! Ah, er hat einfach schon. Er hat Ja, ich einfach so bin weg. ausgemacht. Ciao. Unglaublich! Ciao.